Gut, also Thema Mobilität. Ihr habt es natürlich wahrscheinlich im eigenen Bekanntenkreis schon vermehrt wahrgenommen, dass Leute immer da sind, sei es mit Telefon, sei es mit solchen kleinen Tablets, mit Lesegerät und so weiter. Hier, ja, hier vorne haben wir schon ein gutes Beispiel. Und in der Regel ist auch so, was privat genutzt wird, wird früher oder später dann auch eben geschäftlich genutzt werden. Und wir haben im Rahmen von unserem Risikomanagement in der IT haben wir natürlich auch analysiert, wo müssen wir da aufpassen, ja, sicherheitstechnisch. Und natürlich aber auch, wo können wir es sinnvoll einsetzen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, wir machen einen kleinen Workshop für in-house. Und ja, Sammy fängt es mal an. Ja, also klar, wir haben zum einen natürlich sicherheitstechnisch auch uns selbst damit beschäftigt, weil wir ja strategisch da auch ein bisschen sinnvoll vorgehen müssen. Dabei sind uns eine ganze Menge Dinge aufgefallen, die man beachten muss. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir, dass das auch Sinn macht, wenn man da einfach alle mal schult, weil es jetzt mittlerweile ja doch fast jeder so ein Gerät hat, oder viele zumindest. Oder viele darüber nachdenken, sich sehr bald eins zu holen. Also ist das für jeden eigentlich sicherheitsrelevant, nicht nur für die, die jetzt beispielsweise ein Geschäftshandy haben, sondern für privat ist es ja eben so. Also nur kurz als Einleitung, was ich oder was wir beide jetzt alles vorstellen möchten in der hoffentlich kurzen Zeit. Das erste ist erstmal so dieses Risikoanalyse, also wo sind tatsächlich die Risiken, was muss man beachten, warum ist es denn so gefährlich und wo muss man da ganz besonders auf bestimmte Sensibilitäten einfach auch herausfinden. Dann als zweites eben die Maßnahmen, also so typische Dinge, die man einfach allgemein tun sollte, da die meisten Geräte standardmäßig relativ unsicher sind und man dann noch einiges noch richtig einstellen kann bzw. eben auch installieren kann, um da eben sicherer zu werden. Davon ist dann auch der wichtigste Punkt und das ist wahrscheinlich jedem klar oder zumindest kennt es jeder schon aus der PC-Welt, der Viren- und Diebstahlschutz. Wobei jetzt der Diebstahlschutz natürlich ein Thema ist, das kommt mit den mobilen Geräten dann erstmal richtig neu auf. Da ja jetzt ein PC nicht so einfach geklaut ist, aber so ein Handy habe ich überall dabei, das lasse ich irgendwo mal vielleicht aus Versehen noch liegen oder ich habe es in der Jackentasche und da wird es rausgeklaut. Deswegen ist es da natürlich ein ganz großes Thema. Und auch da haben sich jetzt mittlerweile doch auch einige Hersteller doch schon Lösungen überlegt, die ganz gut sind und die es auch Sinn macht, dann auf jeden Fall noch einzusetzen. Als viertes haben wir ein paar Empfehlungen. Einfach so allgemein, da sind zum einen natürlich auch sicherheitsrelevante Dinge dabei, aber zum größten Teil sind es eher so nette Tools, die man praktisch verwenden kann, die auch das Smartphone einfach noch zu einem praktischeren Begleiter machen. Ja, viele Leute denken sich ja immer, naja, brauche ich so ein Gerät überhaupt, was habe ich davon, ich will doch eigentlich eh nur telefonieren und viele wissen auch gar nicht, was es alles für Möglichkeiten noch gibt und da haben wir dann so ein paar Beispiele, die auch ganz gut zeigen, was tatsächlich dann auch an Vorteilen und Hilfen gibt. Dann als fünftes werden wir ein paar Geräte zeigen, die wir hier auch da haben, die wir testweise mal bestellt haben. Einfach auch die Unterschiede. Ja, es gibt ja Tablets, es gibt Smartphones, es gibt E-Book-Reader. Wo ist da der generelle Unterschied? Was ist der typische Einsatzzweck für jedes dieser Geräte? Und für wen macht auch dann welches Gerät am ehesten Sinn? Und als letzten Punkt dann noch Geräteempfehlungen an sich. Wir haben natürlich auch so ein bisschen auf den aktuellen Markt geguckt. Was sind aktuell Smartphones oder Tablets, die tatsächlich auch für jedermann empfehlenswert sind, wo wir sagen, okay, das Gerät können wir mit gutem Gewissen auch durch allen empfehlen, falls ihr das beispielsweise jetzt in naher Zukunft oder zum Beispiel auch zu Weihnachten kaufen oder verschenken wollt, da sind einige Sachen dabei. Allerdings nicht nur Geräte selbst, nicht nur die Smartphones selbst, sondern eben auch Zubehör. Da gibt es auch noch einige Teile, beispielsweise Headsets und so weiter, wo wir auch dann auch das empfehlen möchten. Ja, Sicherheitsaspekt. Windows 95, kennen alle noch, ist eine Weile her. Das ist ungefähr der Stand, auf dem die Sicherheit auf Smartphones momentan ist. Also wenn ich ein Gerät bekomme, das ich mir gekauft habe, dann ist es von der Sicherheit her auf dem Stand von dem Windows 95. Also etwas hinterher. Ganz einfach, wir müssen was tun. Das Windows 95 ist natürlich ein gutes Beispiel, da auf dem Stand wollen wir nicht bleiben. Es gibt aber Möglichkeiten, uns eben etwas nach oben zu stufen, um auch einen richtigen Sicherheitsstandard zu erreichen. Ich fange mal oben an. Verlustdiebstahl hatte ich schon erwähnt. Ist eben ein Thema, das jetzt erst mit den mobilen Geräten so richtig aufkommt. Da muss ich natürlich was tun.
weil wenn mir das Gerät verloren geht und das ist frei zugreifbar, dann hat derjenige gleich Zugriff auf alle meine Daten. Das mögen jetzt einfach nur irgendwie Kontaktdaten sein. Das kann aber alles möglich sein. Ich kann ja auch Dateien drauf gespeichert haben und so weiter. Und deswegen muss ich da natürlich vorsorgen. Das zweite, oben rechts, Sicherheitslücken der installierten Apps. Das Wort App ist hier ein Begriff, schätze ich mal. Das sind eben die kleinen Programme, die eben auf so einem Gerät installiert werden können. Viele davon haben einfach Sicherheitslücken. Da muss man ein bisschen sensibel drauf schauen, was die für Rechte einfordern. Also viele von diesen Apps, die fordern eben bestimmte Rechte halt ein, klar, weil sie auch bestimmte Dinge tun sollen. Aber beispielsweise gibt es Apps, die Kochrezepte mir anzeigen, aber Zugriff auf meine ganzen Kontaktdaten haben wollen. Ist natürlich fragwürdig, ob ich sowas dann wirklich auf mein Handy installieren möchte. Weil wer weiß, was die mit den Kontaktdaten dann passiert. Das nächste sind gespeicherte Passwörter. Sicherlich ist es klar, dass im täglichen Gebrauch natürlich im Gerät gespeicherte Passwörter das Ganze einfacher zu bedienen machen, weil ich nicht ständig irgendwo Passwörter eingeben muss. Auf der anderen Seite birgt aber halt natürlich auch die Gefahr, dass wenn mir eben, wie gesagt, das Gerät irgendwie verloren geht, dass dann halt die ganzen Passwörter drin gespeichert sind und ich dann im Prinzip an alles drankomme. Genauso geht es weiter mit den gespeicherten Kreditkartendaten. Beispielsweise diese App Stores. Bei Google heißt er eben Google Play, bei meinem Apple iPhone heißt er eben App Store. Da kann man Kreditkartendaten hinterlegen, einfach um die kostenpflichtigen Apps auch kaufen zu können. Ist aber natürlich auch eine Gefahrensache. Ja, möchte ich jetzt unbedingt meine Kreditkartendaten im Handy hinterlegen, sodass die dann, wenn eben das Gerät mal verloren geht, dann für ihn zugreifbar sind? Vielleicht nicht so optimal. Dann das nächste, Geschäfts-E-Mails oder auch einfach nur E-Mails. Ja, bei Geschäfts-E-Mails ist es vielleicht noch ein bisschen empfindlicher, wegen den beispielsweise Kundendaten, die ja dort enthalten sein können. Aber auch bei privaten E-Mails muss ich natürlich gucken, welche Daten habe ich da auf dem Handy drauf, sollte ich die vielleicht irgendwie schützen. Ganz klar, dass man da irgendwie dann was tun muss. Und das letzte, was ich noch so, das ist so ein bisschen Randgebiet, hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit Smartphones zu tun, ist aber schon damit verboten. Das ist dieses sogenannte M-TAN oder auch Mobile-TAN bzw. SMS-TAN. Das ist das, was man vom Online-Banking kennt, wo jetzt vor einiger Zeit empfohlen wurde als höherer Sicherheitsfaktor fürs Online-Banking, dass man eben nicht mehr die ausgedruckten TAN-Listen hat, wo die Nummern draufstehen, sondern dass man eben zu jeder Transaktion per SMS eine TAN zugeschickt kriegt aufs Handy. Hat aber wiederum auch, birgt natürlich auch wieder zusätzliche Gefahren, weil die SMS abgefangen werden kann. Und deswegen wird mittlerweile auch schon wieder davon abgeraten, was wir stattdessen empfehlen. Dazu komme ich dann später. Hier einfach mal so ein paar Beispiele, einfach um so ein bisschen um die Sensibilität zu schaffen. Ja, also hier ist das jetzt dieses Beispiel mit den SMS-TAN. Da wurden also tatsächlich Bankkonten leergeräumt, ja, weil die SMS eben abgefangen wurde. Und klar ist natürlich die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch, dass tatsächlich meine TAN irgendwo abgefangen wird, aber klar, ich muss trotzdem mir Gedanken darüber machen, beziehungsweise wenn es denn eine bessere Lösung gibt, kann man ja auch die verwenden. Dann gibt es eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch so typische Apps, die halt Sicherheitslücken haben. Bei WhatsApp, was zurzeit sehr, sehr beliebt ist, das ist so ein SMS-Ersatz im Prinzip. Da ist die letzten Monate immer wieder was aufgekommen, immer wieder eine Sicherheitslücke, die bekannt wird, oder immer wieder irgendwelche Daten, die dann frei verfügbar waren. Und da gab es also im Prinzip alle paar Wochen eine Meldung, das ist jetzt relativ aktuell, das war jetzt vom 29.11., das ist also erst ein paar Tage her. Entschuldigung, ganz kurz, weil das WhatsApp ging ja auch durch die Presse und was weiß ich was, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Was für ein Vorteil ist das? Was für ein kostenfrei? Das ist kostenfrei. Also für jeden, der jetzt keine SMS-Flatrate hat auf seinem Handy, ja, ist WhatsApp natürlich ein Vorteil, weil es nichts kostet. Im Normalfall habe ich. Vom Gefühl her ist es so ähnlich, es ist halt eine Online-Verbindung. Die meisten haben sowieso eine Online-Flat, ja, mit einem Smartphone, wenn sie eins kaufen. Ja. Und damit ist das dann gefühlt kostenfrei, weil ich ja nur noch mobile Daten brauche, die ja dann eh in der Flat enthalten sind. Und die meisten haben jetzt auch deswegen, oder viele haben jetzt auch deswegen dann keine SMS-Flats mehr, weil es dann halt nicht mehr notwendig ist, weil ich es da ja kostenfrei verschicken kann.
Also gut, es bietet natürlich schon mehr als ein reiner SMS-Dienst. Ja. Dass man so Gruppenchats hat, dass man Bilder verschickt, Videos mit anhängt, direkt Links, wo man dann weiter ins Web kommen kann. Da gibt es schon mehr drumherum, ja. Aber das Konzept dahinter ist im Prinzip SMS. Ja. Es gibt auch keine Nachrichtenbeschränkungen. Aber man kann sich WhatsApp im, sagen wir mal, SMS-Kommunikationsumfeld von der Größenordnung wie Facebook vorstellen. Ja, so wie Facebook die sozialen Netzwerke dominiert, so dominiert WhatsApp im Prinzip die Kommunikation wie früher SMS. SMS nimmt jetzt dann ab, also das ist mit Sicherheit noch ein Thema für die nächsten paar Jahre. Ich habe jetzt gerade vergangenes Wochenende wieder einen Bericht drüber gelesen, dass nochmal ein Rekordumsatz mitgemacht, nicht Rekordumsatz, sondern eine Rekordanzahl an SMS, aber der Umsatz geht stark zurück, weil man halt nicht mehr groß bereit ist, für SMS zu zahlen, wenn es eben solche Möglichkeiten gibt. Und WhatsApp ist echt derart schlecht, was Sicherheit angeht, aufgebaut, aber dadurch, dass es der de facto Standard ist, ist es recht verbreitet. Ja, also es war, die waren halt im Prinzip die Ersten, ja, und die haben sich halt als Platzhirsch auf dem Markt gleich durchgesetzt und jetzt stehen sie halt im Prinzip da, haben die ganzen dicke Userbasis halt schon da und dementsprechend behalten sie sich halt auch noch. Es ist auch die Frage, ob tatsächlich die Sicherheitslücken die Leute davon abhalten, es zu verwenden, weil viele machen sich halt auch einfach keine Gedanken drüber. Wobei, ihr nutzt ja auch WhatsApp, richtig? Ich nutze es nicht, nein. Ich auch. Ich auch. Ja, also ich rate immer allen davon ab. aber es ist natürlich jedem selbst überlassen, ob er was machen will. Ich meine, im Prinzip ist es ja auch so, was habe ich tatsächlich an Daten, die wirklich sicherheitsrelevant sind, wo ich jetzt sage, naja, das soll vielleicht nicht jeder wissen. Der typische User, sage ich mal, der WhatsApp benutzt, der sagt sich, ja, das ist doch egal, von mir aus können sie alles aussehen, ist mir auch bewusst. Ja. Aber letztendlich muss man sich natürlich trotzdem irgendwie Gedanken drüber machen, weil ja beispielsweise auch jemand in meinem Namen Nachrichten verschicken könnte. Ne? Also da muss man natürlich schon sich jetzt auch irgendwie Gedanken machen, aber letztendlich ist es natürlich jedem selbst überlassen. Also das Problem ist, dass man potenziell für nicht gefährlich hält, kann durchaus gefährlich werden. Ich habe es gerade am Wochenende für meine Eltern bei der Telekom angerufen und zur Validierung, dass ich derjenige quasi bin, also zur Verifizierung, wird im Prinzip nur erwartet, Adresse, Geburtsdatum und vollständiger Name. Ja, also, und die Daten verschickt man durchaus mal über WhatsApp. Oder ich bin jetzt gerade im Urlaub, wenn das ein Angreifer mitliest, also der jetzt wirklich, wo es jetzt nicht um elektronischen Datenklau geht, sondern um Diebe, ja, was inzwischen auch verstärkt genutzt wird, ja, dann kann man so natürlich auch darauf aufmerksam machen, oh, hoppla, der ist jetzt mal zwei Wochen weg, da habe ich schön seine Bude auszureihen. Ist alles schon vorgekommen. Also muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass die für uns wahrscheinlich harmlosen Daten dann doch eventuell Schaden anrichten kann. Und da WhatsApp hat auch jetzt, wie der Sammy schon gesagt hat, dass man hier den Absender fälschen kann, dass ich im Namen von jemand anders schicken kann. Das kann schon sinnvoll ausgenutzt werden. Und die persönlichen Kontaktdaten ziehen sie aber jetzt mal. Ja. Also das ist durchaus... Ja. Ja. Persönlich verstehe ich es ehrlich gesagt auch nicht, warum WhatsApp wirklich so. Also ich verstehe nicht, warum WhatsApp immer noch so erfolgreich ist. Es hat halt jetzt irgendwie so den Markt. Ich persönlich würde zum Beispiel auch Facebook bevorzugen, also einen Facebook Messenger, den es für auch alle Handys gibt, weil WhatsApp kann man nicht am PC, also man kann, aber lassen wir es mal außen vor. WhatsApp ist primär nur am Handy, das kannst du nicht parallel am PC oder so. Ja, und bei Facebook kann ich halt, ich bin jetzt gerade an meinem Rechner, kann es da benutzen, ich bin am Tablet, kann es da benutzen, ich bin am Handy, kann es da benutzen. Und das hast du halt bei WhatsApp nicht. Also Patsy, wenn du dann im Demnach schreibst, liebe Freunde, ich bin jetzt 5 Wochen im Urlaub, genau. Musst dazu schreiben, aber unsere zwei Rottweiler sind zu Hause geblieben. Die sind dazu gesagt. Nur eine kurze Frage, wenn ihr mal über Sicherheit redet. Ja? Ich wäre zum Beispiel bei Vodafone. Ja? Ich rufe, oder mich ruft die zwei Kundenbetreuung an, ja? Und das ist eine normale Nummer. Und dann mit dem überhaupt was weitermachen zu können, sagen die, ja, ich soll ja Kennwort. Das gibt's noch. Ah, das gibt's noch. Das habe ich denen auch gesagt. Ja, bei mir kann jeder anrufen, sagen, ich bin von Vodafone. Aber das so gibt's nicht, wenn sie dich anrufen. Ah? Nee. Wenn sie dich anrufen, aber dürfen sie kein Kennwort erfragen. Aber das wird so cool. Also, was macht man da? Sagen, nee, gibt's noch nicht, sollen dir einen Brief schreiben. Ja. Also wenn es wirklich von Vodafone selbst ist, dann sollen sie dir bitte einen Brief schreiben. Das Kennwort dürfen sie nur abfragen, wenn du selbst dort anrufen hast. Ja. Aber wenn sie dich anrufen, dürfen sie von dir kein Kennwort erfragen. Da würde ich immer skeptisch reagieren, wenn da irgendwer bei dir anruft und nach einem Kennwort fragt. Niemals rausgeben.
Sag schwer, ja, zum Gespräch habe ich die Nummer, habe ich ihre Nummer in Polizei. Das war schon. Hätten Sie gerade geordert. Das war Mugemar schon. Ne, aber das war schon ein paar Mal und das war schon dreist. Und das läuft ganz normal. Ich habe genau gesagt, Moment, jetzt. Das ist eine typische Betrugsmasche auch. War aber nicht, das war tatsächlich nur davon. Und schon 3-4 Mal. Mich hat es auch gewundert, wie das, ja? Das ist ja normalerweise nicht normal. Aber okay. Ja, aber gut, Sie können es ja auf jeden Fall. Also den Prozess, den Sie da durchführen möchten, der ist mit Sicherheit auch über den Postweg. Machbar. Sollen Sie die schriftlich anschreiben und nicht am Telefon und Mädchen oder abfragen. Alles klar. Da gibt es ein paar, das geht hier noch in Scheißdrecke. So sieht's aus, genau. Das letzte Beispiel, was ich noch habe, das war ein Hardware oder ein Software in Verbindung mit Hardwarefehler. Das kam jetzt im September auf, hat nahezu alle Android-Handys getroffen. Da war es also möglich, über eine Sicherheitslücke quasi das komplette Gerät auf Werkszustand zurückzuversetzen und dann sind damit auch alle Daten weg. Das ist also auch schon relativ gravierend, da muss man also schon einfach so ein bisschen die Sensibilität entwickeln. Ja. Also man ist sich auch nicht sicher mit so einem Gerät, nur weil man jetzt immer die neueste Version verwendet oder so. Ja, also man muss schon was tun. Ja, was mich zum nächsten Punkt führt, ja, was sollte ich tun, um mein Smartphone zu schützen? Das erste ist erstmal die Verschlüsselung. Ich habe das jetzt am Freitag gezeigt, aber es war nicht so ganz optimal, weil es auf jedem Gerät doch so ein bisschen an unterschiedlichen Stellen ist. Man kann im Normalfall jedes Gerät selbst, also den internen Speicher der Geräte, kann man verschlüsseln. Und zusätzlich kann man auch die SD-Karte, wenn man dann eine zusätzliche noch im Gerät drin hat, kann man auch verschlüsseln im Normalfall. Das jetzt zu zeigen, macht tatsächlich nicht so wirklich viel Sinn. Es ist im Normalfall irgendwo unter Speicher oder Sicherheit in den Einstellungen vom Gerät. Wenn man das, den Gerätenamen eingibt und Verschlüsselung auf Google, dann findet man eigentlich immer auch die entsprechende Antwort, wo man das im Menü dann auch findet an der richtigen Stelle. Das wird auf jeden Fall jedem empfohlen, der sensitive Daten auf dem Gerät hat, ja, weil ich im Prinzip dann an die Daten vom Gerät nicht mehr rankomme, ohne das entsprechende Passwort oder die entsprechende PIN, die eben für die Verschlüsselung hinterlegt ist. Ja, da kam die Frage von der Sava letzte Woche, genau. Ja, wo der Unterschied ist von der normalen PIN, die man auf dem Handy normalerweise fast überall hat, im Vergleich zu Geräteverschlüsselung. Der wichtigste Hintergrund dafür ist, dass man das Gerät auch einfach an den PC stöpseln kann und kann es dann auslesen. Ja? Auch wenn offiziell da so eine PIN gebraucht wird, ja, da gibt es Wege und Möglichkeiten, trotz dieser PIN die Gerätedaten auszulesen und einzusehen. Wenn das Gerät verschlüsselt ist, ist es nicht möglich. Da kann ich zwar die ganzen Daten vom Gerät ziehen, die sind aber verschlüsselt und da komme ich ohne das Passwort nicht dran. Der PIN bedeutet nur, ich habe eine Zugriffssperre aufs Gerät. Das heißt nicht, dass die Daten irgendwie unkenntlich gemacht sind, dass wenn ich im Prinzip gar nicht so über diese Zugriffssperre drauf gehe, sondern quasi von der Seite mit die Daten weggreife, habe ich immer noch die Daten im Klartext. Und das ist eben der Unterschied zur Geräteverschlüsselung. Insbesondere bei den SD-Karten. Die SD-Karte kann ich aus dem Gerät auch einfach rausnehmen und die dann einfach irgendwo in den Kartenreader reinstecken. Und dann hilft mir jede PIN nichts. Und das ist das nächste, die Tastensperre sollte man natürlich trotzdem aktivieren. Beziehungsweise, wenn man die Verschlüsselung aktiviert hat, ist die ja automatisch drin, weil entsprechend die Tastensperre, die sonst eben eine Abfrage macht, das ist dann jetzt eben eine Geräteverschlüsselung, die Abfrage dann macht, wenn man das Gerät entsperrt. Sollte man es nicht verschlüsselt haben, sollte man aber zumindest auf jeden Fall die Tastensperre aktiviert haben, damit man eben das Gerät nicht verwenden kann, auch wenn man eine andere SIM-Karte jetzt beispielsweise einsteckt. Also wenn das Gerät jetzt eben geklaut wird, steckt im Normalfall derjenige sowieso seine eigene SIM-Karte dann rein, benutzt nicht die weiter, die noch drin ist. Und wenn ich keine Tastensperre drin habe, dann ist das Gerät frei verwendbar. Ja, der steckt seine eigene SIM rein und dann kann man es benutzen. Dann das nächste, es gibt unter Einstellungen Anwendungen oder unter Apps, das ist aber auf jeden Fall unter Einstellungen immer drin, gibt es einen Punkt, dass man auch Apps aus unbekannten Quellen zulassen kann. Standardmäßig ist das aus, es sollte am besten auch ausbleiben. Das bewirkt letztendlich nur, dass Apps nur aus dem entsprechenden Store zugelassen werden. Also bei Google eben der Play Store oder bei Apple dann eben der App Store. Und aus allen externen Quellen werden die Apps nicht zugelassen, weil ich kann beispielsweise auch Apps aus dem Internet einfach so frei irgendwie runterladen, die dann aufs Gerät drauf kopieren und die dann installieren. Und das wäre dann eine App aus einer unbekannten Quelle. Deswegen nicht gut, weil Angreifer sowas auch beispielsweise per Nachricht an einen verschicken könnten, die dann eben von selber ausgeführt wird. Und wenn ich das eben ausschalte, und wie gesagt, standardmäßig ist es aus, sollte aber ausbleiben, dann ist das eben nicht möglich.
Das nächste ist Auto-Updates. Die ganzen Apps, die werden immer wieder aktualisiert. Ganz viele, die eben Apps programmieren, tun die immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Das ist bei ganz vielen auch so, die wirklich viel genutzt werden, wenn dann auch irgendwie Sicherheitslücken auftreten, also beispielsweise bekannt wird, die App ist so und so ausnutzbar, tun die meisten Programmierer relativ schnell ein Update nachschieben, dass das eben wieder behebt. Deswegen sollte man die Funktion, und das gibt es auch in jedem Gerät, dass man eben die Apps automatisch aktualisieren lässt. Ja, also wenn ich in den Play Store gehe, dann gibt es unter Einstellungen entsprechend eine Option, wo ich die Auto-Updates aktivieren kann. Dann das nächste, automatische Verbindungen zu öffentlichen WLANs. Klar sind diese öffentlichen WLANs natürlich alle toll. Ja, also wenn ich irgendwo unterwegs bin, im McDonalds oder so, es gibt sehr häufig auch freie WLANs, in die ich mich einbuchen kann, wo ich dann kostenfrei eben ins Internet kann. Ist deswegen nicht, weil es meistens schneller ist, als wenn ich meine Mobilfunkdatenverbindung verwende, hat aber wiederum den Nachteil, dass ich im Normalfall meine Daten völlig unverschlüsselt übers Netz übertrage. Bedeutet, alles ist irgendwie auslesbar. Deswegen nach Möglichkeit vermeiden, und vor allem gibt es eben bei vielen Geräten auch eine Option, dass sich eben das Gerät mit öffentlich verfügbaren WLANs, die nicht mit einem Passwort geschützt sind, automatisch verbindet. Das sollte man also auf gar keinen Fall tun. Das sollte auf jeden Fall mal aus sein. Gibt es aber nicht in jedem Gerät die Option. Genauso wie man allgemein öffentliche WLANs aus den schon genannten Gründen meiden sollte. Ich sage immer, es ist klar, es ist natürlich komfortabler. Bei vielen Sachen ist es vielleicht auch einfach nicht relevant. Ja, also wenn ich jetzt irgendwo dann auf Google gehe und kurz was nachsuche, wo es das und das Restaurant gibt oder wie ich jetzt in die Straße komme oder so, dann ist es eher nicht sicherheitsrelevant. Aber man muss sich immer im Hinterkopf behalten, wenn ich mit dem Smartphone unterwegs bin, gibt es eigentlich immer Hintergrunddienste, wie beispielsweise Facebook oder ähnliche, die im Prinzip immer Daten übertragen, wenn eine Verbindung da ist. Und sobald ich eben mit einem öffentlichen WLAN verbunden bin, wird das eben alles über das öffentliche WLAN übertragen. Und dann eben im Abbau und verschleiern. Das heißt also am Hotel oder sowas, egal wo? Ja, in den Hotels ist es meistens so, oder naja, das stimmt nicht. Es gibt Hotels, die ihr WLAN-Passwort verschlüsseln. Da ist dann auch eine Verschlüsselung aktiv, das ist dann WPA oder WPA2 verschlüsselt. Dann ist es nicht auslesbar. Viele Hotels verwenden aber ein offenes WLAN und haben dann so ein Webinterface, über das man sich dann einloggen muss, ja, wo man irgendwie einen begrenzten Schlüssel hat, der irgendwie eine bestimmte Zeit gültig ist. Und dann logge ich mich da ein und dann bin ich mit dem WLAN auch online. Das ist dann auch wiederum unverschlüsselt. Ja, aber es ist ein offenes WLAN. Ich konnte mich ja mit dem WLAN verbinden, ohne ein Passwort einzugeben, und musste dann nur im Nachhinein über ein Webinterface was eingeben. Das ist wichtig, zum Beispiel im Hotel, ein Passwort geben lassen und das mit dem dann mit WLAN. Das gibt es halt nicht in jedem Hotel, ja. Also vieles. Sonst bleiben lassen. Genau, ja. Weil die Passwörter, die man über ein Webinterface eingibt, was halt in den meisten Hotels der Fall ist, die helfen halt nichts, was Verschlüsselung angeht. Ja, das WLAN ist trotzdem öffentlich und damit völlig unverschlüsselt. Und zum letzten die Systemupdates, also die Software selbst. Bei Google-Geräten ist es eben Android. Das Android selber wird auch aktualisiert in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen. Ich sag mal, in großen Abständen, so in ein, zwei Jahresrhythmen, gibt es bei manchen Geräten im Nachhinein nochmal ein ganz großes Update auf die ganz neue Version oder auf eine sehr neue Version. Im Normalfall sind es aber nur kleine Updates, die immer mal wieder kommen. Das sind im Normalfall welche, die eben auch Sicherheitslücken beheben. Deswegen, wenn so ein Update kommt, im Normalfall kommt dann oben in der Benachrichtigungsleiste, gibt es dann ein Symbol, wo dann dran steht, eine Systemaktualisierung ist verfügbar, dann sollte man die im Normalfall auch möglichst schnell einspielen, weil die im Normalfall immer auch sicherheitsrelevant ist. Gut, das waren jetzt so die wichtigsten, ich habe noch ein paar mehr. Das hatte ich vorhin schon angesprochen mit den Kreditkartendaten. Ich muss mir natürlich überlegen, wo ich meine Kreditkartendaten alles reinspeichere. Am besten gar nicht, ja, weil Kreditkarten sind halt gefährlich, allein deswegen, weil sie halt nicht großartig verifiziert werden, insbesondere wenn ich eben einfach die kompletten Daten irgendwo einspeichern kann. Genauso wie ich sie dort einspeichere, können sie eben dann auch von anderen verwendet werden. Dann ist, was ich vorhin erwähnt habe, Mobile TAN. Gibt es bessere Verfahren mittlerweile? 100%ig sicher, da gibt es nicht, ja, aber dieses ChipTAN oder auch SmartTAN Plus, das nennt jetzt jede Bank irgendwie anders, ist aber im Prinzip immer das Gleiche, das ist eben so ein kleines Gerät, ich habe es sogar dabei, das sieht so aus,
Bei der Volksbank sieht es zumindest so aus, bei der Sparkasse ist halt rot. Genau, gleich fast. Ja, also im Prinzip ist überall gleich, bei der Sparkasse ist halt rot. Da stecke ich hinten die Karte rein und die hat, und dieses Gerät hat hier oben so Öffnungen, ja, wo es dann diesen flickernden Code auf der Webseite von der Bank dann eben ausliest. Also wenn ich da jetzt eine Überweisung mache, dann gebe ich da die Daten ein, dann kommt so ein Flickercode und dann halte ich das da dran und dann liest er das aus und erzeugt dann eine passende TAN dazu. Aber da braucht ich seine eigene Bankkarte. Richtig, die ist mit dem Gerät gekoppelt. Ja, die Karte ist immer mit dem Gerät gekoppelt. Also das Gerät funktioniert nicht mit einer anderen Karte. Kostet das Gerät was? Ja, also die meisten Banken, also es gibt Banken, die geben es umsonst raus, aber die meisten Banken nehmen zwischen 5 und 10 Euro dafür. Man kann auf einem Transponder mehrere Karten freischalten. Man kann sie freischalten lassen. Ja, ja. Aber standardmäßig, wenn man das Gerät nur so kauft, ist normalerweise erstmal nur eine Karte damit aktiv. Ja, also wenn Privatkunde mal, kann man sagen, ein Gerät plus die Karte. Ja, klar. Es gibt die Möglichkeit, auch mehrere Karten zu registrieren. Das ist richtig, ja. Ja. Warte mal, dann sage ich auch noch kurz was dazu. Ja. Also generell gilt bei allen Online-Banking-Verfahren, dass die Angriffe primär dann funktionieren, wenn man sehr gutgläubig rangeht und nichts in Frage stellt. Also ihr solltet eigentlich immer skeptisch sein, wenn irgendwas von dieser standardmäßigen Prozedere anders ist. Ja? Dass jetzt die Homepage vielleicht anders aussieht, wobei sie da schon recht gute Nachbildungen machen von der richtigen Homepage. Wenn irgendwie an dem Prozedere sich was ändert, was standardmäßig ist, immer skeptisch sein bei der Bank anrufen. Also es gibt eigentlich nicht, dass sich an dem Prozedere was ändert. Und alle Angriffe basieren zu 99% darauf, eben, dass irgendwas an dem ganzen Prozedere geändert wird und die Leute sehr gutgläubig rangehen. Da würde ich drauf achten. Einen zweiten Punkt, also SMS-TAN bzw. Mobile-TAN, das würde ich wenden, wenn es wirklich notwendig ist für euch, weil ihr halt wirklich von unterwegs was buchen können müsst, würde ich darauf komplett verzichten. Und zu guter Letzt, es gibt inzwischen, das ist mit der Bundesregierung oder mit dem Bundesinstitut für Sicherheit zusammen entwickeltes Programm, was das Online-Banking recht sicher macht und was auch total einfach zu bedienen ist. Da mache ich ein Video dazu und stelle es bei mir auf den Blog. Das kann sich jeder anschauen, das ist eine Geschichte von 5 bis 10 Minuten. Und damit kann man wirklich sehr sicheres Online-Banking auf dem PC betreiben. Aber halt nur auf dem PC, das ist jetzt nicht für Handys gedacht. Ja. Das nächste ist, es gibt leider immer noch Programme, die Passwörter anzeigen, wenn ich sie eintippe. Hat im Nachgang auch den Nachteil, dass wenn es mal eingespeichert ist und ich gehe wieder rein in die Einstellungen, wo das Passwort hinterlegt ist, kann ich es dann auch wieder auslesen. Deswegen soll ich tunlichst vermeiden, an solchen Stellen Passwörter zu speichern. Also sobald ich irgendwo ein Passwort eingebe und ich kann das während dem Eintippen sehen, was da steht und es wird nicht sofort wieder ausgeblendet nach jedem Buchstaben, den ich eingebe, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass es im Klartext gespeichert wird. Und dann sollte ich eigentlich vermeiden, da so ein Passwort zu hinterlegen, auch wenn das dann vielleicht komfortabler wäre, das dort einzuspeichern. Das würde ich aber immer vermeiden. Und das letzte ist der Punkt mit der E-Mail. Jedes mobile Gerät hat eine sogenannte E-Mail. Das ist eine eindeutig identifizierbare Nummer, die nur einmal weltweit vergeben wird. Und die lässt dieses Gerät problemlos wieder zu identifizieren. Im Normalfall steht sie auf der Rechnung drauf, wenn ich so ein Gerät kaufe. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kann man sie relativ einfach auslesen. Findet ihr auch, das ist jetzt total gemacht, auch nicht so wirklich Sinn. Das findet ihr auch auf Google, wenn ihr jetzt euren Gerätenamen eingebt und dazu E-Mail auslesen, gibt es immer die entsprechende Anleitung dazu, wie das geht. Es geht relativ einfach, es ist meistens nur ein Code, den man eingibt. Das sollte man immer zu Hause hinterlegt haben. Sollte mal das Gerät abhanden kommen, macht es auf jeden Fall Sinn, diese Nummer dann auch als Diebstahl zu melden bei der Polizei. Weil beispielsweise, wenn so ein Gerät dann irgendwo wieder auftaucht, bei einer Razzia oder wo auch immer so ein Gerät dann eben wieder gefunden wird, dann kann sofort identifiziert werden, wem das Gerät dann auch gehört. Und die können es dann sogar orten, oder? Und orten kann man es auch, ja. Also es ist, die Polizei hat in bestimmten Fällen das Recht, ein Gerät dann nach der E-Mail auch zu orten, ja. Aber das sind eher die selteneren Fälle, die richtig krassen halt. Wie gestorben. Ja, das Problem ist, wenn ihr die E-Mail habt und das auch nicht als gestohlen meldet, jetzt stell dir mal vor, was so jetzt ein typischer Fall wäre, wäre eben so ein professioneller Diebstahl, wo dann eben 100 oder 500 Handygeräte gefunden werden, die sind aber nicht als gestohlen gemeldet, kann ich deswegen nicht verknacken.
Ja, deswegen rät die Polizei dazu, auch selbst wenn man davon ausgeht, dass das Gerät nicht mehr gefunden wird und es längst schon weg ist, wenn es dann mal irgendwann nach 2 Jahren irgendwo bei einer Razzia eben auftaucht, dann kann man sich da dafür verknacken. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Mhm. Schon mal deswegen, wo uns ist. Ja. Ja, und zu guter Letzt, und damit will ich überleiten zum nächsten Teil, Antiviren- und Diebstahlschutzsoftware. Wir haben uns damit ein bisschen beschäftigt. Im Januar diesen Jahres, Januar 2012, sah das alles noch ein bisschen mau aus, sage ich einfach mal. Da wurden insgesamt 41 Virenscanner von verschiedensten Herstellern getestet. Dabei waren auch sehr viele kostenpflichtige, also die meisten kosten ja Geld. Und da sieht man hier, also von insgesamt 41 Stück war die Erkennungsrate mit getesteten Viren, die eben auf das Gerät losgelassen wurden, unter 90% bei 34 Software, die getestet wurden. Und nur bei 7 überhaupt über 90%, obwohl ja 90% immer noch nicht viel ist, ja, weil wenn ich mir das einfach so vorstelle, will ich natürlich, dass mein Gerät nahezu 100 oder meine Software nahezu 100% aller Viren erkennt. 90% ist da natürlich noch weit entfernt davon, ist also nicht so wirklich optimal. Das Ganze hat sich jetzt im Herbst etwas geändert. Da sind nicht ganz so viele getestet worden. Das war die Firma AV Comparatives. Das ist auch ein unabhängiger Virenscanner-Tester, die, sage ich mal so, im Jahresabstand immer wieder Tests machen und die dann auch online veröffentlichen. Da sah das dann schon ganz anders aus. Da waren 4 von 13 insgesamt Getesteten immerhin über 93%. Und tatsächlich die überwiegende Anzahl, nämlich 9 Stück, waren sogar schon über 98%. Das ist dann tatsächlich auch eine Erkennungsrate, die, sage ich mal, eine gewisse Sicherheit auch bietet. Genau, das führt zu unserer Empfehlung. Wir haben einen ausgesucht, der kostet nichts, ist trotzdem einer der besten. Der nennt sich Avast Mobile Security. Ja, den kann sich jeder kostenfrei über den App Store bzw. Google Play Store auch runterladen. Der ist auch relativ einfach eingerichtet und bietet tatsächlich sehr viele Funktionen. Also zum einen, wie gesagt, kostenlos. Die Erkennung ist sehr, sehr gut, war also auch über 98%. Da ist der Anti-Diebstahlschutz mit dabei. Das ist eine extra App, die dann während der Installation mit installiert wird, die ich auch verstecken kann, sodass sie in den normalen Anwendungen von dem Telefon nicht mehr sichtbar ist. Sodass er also nicht sofort auf den ersten Blick jetzt ein Dieb erkennen kann, dass das da installiert ist. Und die Installation war eigentlich sehr, sehr einfach und es gibt noch so ein paar Zusatzfeatures. Also SMS- und Anruffilter war jetzt noch dabei, Anti-Spam war noch mit dabei. Und was natürlich ganz wichtig ist, der Punkt Fernlöschung. Ja. Ich will natürlich, wenn das Gerät geklaut wird, nach Möglichkeit aus der Entfernung das Gerät löschen, sodass eben die Daten einfach keiner mehr ankommen. Das funktioniert bei der Avast-Lösung relativ einfach mit einer SMS, die ich an das Gerät schicke. Und die löst dann den entsprechenden Löschvorgang auf dem Gerät aus. Und zu guter Letzt kann ich das Gerät auch orten. Ich kann also über ein Webinterface auf einer ganz normalen Webseite, wo ich mich dann einlogge, kann ich das Gerät dann orten lassen, beziehungsweise auch über eine SMS, die ich an das Gerät schicke. Also bei uns sind natürlich jetzt die Firmengeräte alle dementsprechend konfiguriert. Wir hatten es auch schon, dass ein Firmengerät geklaut wurde und haben das dann, da wurden auch E-Mails, glaube ich, gelöscht, ne? Ja. Chef-E-Mails. Ja. Und das Gerät haben dann eben von hier gesperrt bzw. gelöscht. Ja. Und also das wäre das allererste, was ich jedem empfehlen würde, was er machen sollte. Also sich das installieren, dann auch gleich alles konfigurieren und mal selber von zu Hause einen Test durchführen, funktioniert das auch. Weil man das erst merkt, wenn es dann weg ist, wie verheerend eigentlich sowas sein kann. Da gab es doch früher eine Telefonnummer, die man angerufen hat und dann musste man seine Gerätenummer eingegeben und dann war das Ding gelöscht. Beziehungsweise war nicht mehr zum Funktionieren. Also soweit ich weiß, ist dann das Gerät quasi gesperrt vom Mobilfunknetz. Das heißt, ich kann mit dem Gerät nicht mehr telefonieren. Das heißt ja aber nicht, dass ich nicht übers WLAN ins Netz kann oder dass ich Daten, die drauf sind, auslesen kann und so weiter. Es geht ja wirklich darum, das Gerät komplett leerfähig. Okay, es war halt wieder der alte Geräte, nee. Wo es... Da war es nicht zu tragen. Da ist es nicht relevant, weil da ja nicht großartig Daten auch tatsächlich vorhanden waren. Aber jetzt speichere ich ja relativ schnell doch auch persönliche Daten auf dem Gerät. Oder gegebenenfalls sogar die Kreditkartendaten von dem, was man. Oder die Kreditkartendaten, wie wir es ja vorhin schon hatten. Wir haben uns überlegt, wir machen für die Installation, weil es ist zwar relativ einfach, aber ich sag mal für jemanden, der es noch nie gemacht hat, vielleicht doch einigermaßen ein bisschen kompliziert oder man muss zumindest ein paar Dinge beachten. Wir haben uns überlegt, wir machen ein Video dazu.
sodass das jeder dann auch nachvollziehen kann, wie das funktioniert, wenn ihr das dann installieren wollt. Zu dem Avast kann man auch sagen, also die sind auch am PC-Markt sehr gut im kostenfreien Bereich. Also die sind da seit Jahren bei den kostenfreien Antivirenscannern vorne mit dabei. Und ein zweiter Punkt, was hier jetzt nicht mit auftritt, was jetzt auch nichts mit dem Programm zu tun hat, aber oft vielleicht auch doch sinnvoll ist, und zwar wenn man das Gerät jetzt gerade verlegt hat, man weiß nicht, wo man es gerade hat liegen lassen und sich auf lautlos gestellt und man möchte es aber finden, dann bieten viele Geräte auch inzwischen eine Funktion, dass man das trotz Lautlosstellung auf Klingeln stellen kann, beziehungsweise auch orten kann. Also Samsung beispielsweise, unsere Samsung-Geräte, die wir hier in der Firma viel im Einsatz haben, da bietet Samsung selbst einen Online-Dienst, da gehe ich dann schnell ins Internet und sage, bitte klingeln, und egal ob es auf lautlos gestellt ist und auf Vibrieren aus und so weiter, das klingelt. Und man kann es auch. Wenn es ausgeschaltet ist. Wenn es ganz ausgeschaltet ist, nicht, aber wenn es auf lautlos oder stumm und keine Vibration und so, dann kann man es trotzdem klingeln lassen. Das ist aber bei dem Avast mit dabei. Das weiß ich nicht, ob das bei Avast ist. Ich glaube, das war bei Avast. Das recherchieren wir dann. Ich meine, das ist auch in der Datenbank. Avast kann einen Alarmsignal rausgeben. Ja, genau. Gut, soviel zum Thema Sicherheit. Jetzt habt ihr euch noch so ein paar Programmchen rausgesucht, die ganz hilfreich sind. Ist das schon auf öffentliche WLANs eingegangen? Ja, naja, das war falsch. Ich habe sehr, sehr viele Apps gefunden, aber da ich hier nicht bis abends um 8 euch hier festhalten wollte, habe ich entschieden. Wir wollen alle nicht bis 8 Uhr hier da bleiben. Ich habe also ungefähr 30, glaube ich, rausgesucht. Deswegen habe ich aber jetzt das Ganze ein bisschen runtergekürzt. Ich habe also nur die 12 besten, sage ich mal, ausgesucht, die ich vorstellen will. Die restlichen bekommt ihr dann aber mit dem Handout, das wir euch noch aushändigen. Das wird ihr wahrscheinlich im Verlauf der Woche dann von uns bekommen. Da sind dann noch ein paar mehr drin, da sind dann auch die ganzen Links drin, wo man das dann aufrufen und installieren kann. Sowie dann auch das, was später mal kommt, die Geräteempfehlung, die Links werden da auch mit drin sein, in dem Moment auch, was wir euch rausgeben. Ja, sag gerade kurz, also wir haben jetzt natürlich nicht die gängigsten Programme genannt, wie Facebook und so, weil es einfach bekannt ist. Man kann dazu sagen, geht einfach mal in den App Store entsprechend, ob es jetzt Apple oder Android oder auch Windows Phone sei, und guckt einfach immer unter den besten Top 10. Also in der Regel kann man sagen, die Apps, die in den Top 10 sind, sind deswegen in den Top 10, weil sie auch wirklich Sinn machen zu benutzen. Also Facebook, WhatsApp, das sind alles Apps, die immer in den Top 10 sind, die im Prinzip jeder kennt, der ein bisschen mit einem Gerät arbeitet. Die empfehlen wir hier an dieser Stelle natürlich nicht. Hier zeigen wir eher Apps, die jetzt nicht jeder kennt. Genau, das erste ist eine Office-Software. Ich meine, jeder, der jetzt E-Mails aufs Handy bekommt, wird es kennen, dass er ab und zu mal irgendwie auch eine Word-Datei oder eine Excel-Datei bekommt, die jetzt nicht unbedingt automatisch geöffnet werden kann. PDFs sind meistens schon erfasst, weil im Normalfall auf den meisten Geräten schon ein Adobe Reader schon installiert ist. Die Office-Software ist im Normalfall nicht drauf, sodass ich da meistens Schwierigkeiten habe. Sehr, sehr gut ist Kingsoft Office. Sieht man also hier an der Optik, ist so ein bisschen Microsoft Office nachempfunden, ist aber jetzt doch schon so ein bisschen anders vom Gefühl her. Es ist ja auch einfach auf dem mobilen Bildschirm ein bisschen zugeschnitten, dass man da eben auch einigermaßen dann navigieren kann, weil ja der Platz nicht ganz so üppig vorhanden ist, wie es auf einem normalen PC. Ist aber kostenfrei und liest eigentlich alle gängigen Formate, die man so kennt. Dann als nächstes, habe ich auch bei mir installiert, ist QuickPick. Ist jetzt nicht unbedingt die Software, die man unbedingt jeden Tag verwendet, aber wenn man jetzt beispielsweise viele Fotos mit dem Handy auch macht, ist es meistens relativ unkomfortabel mit den installierten Programmen, die drauf sind, irgendwie auch durchzuschauen, beziehungsweise dann auch was damit zu machen. Was eben ganz nett ist, ist, es wird hier relativ einfach alles dargestellt, was ich auf dem Handy schon drauf habe. Das wird automatisch gescannt durch mein ganzes Verzeichnis, was ich an Bildern drauf habe. Ich muss also gar nicht in irgendwelchen Unterverzeichnissen suchen oder so. Weil auch unterschiedliche Apps, ich kann ja nicht nur mit der Kamera, sondern teilweise auch mit anderen Apps Fotos machen. Die werden dann unter Umständen in anderen Speicherorten abgelegt und dann finde ich die nicht so schnell nicht mehr. Ich schließe die einfach alle aus und zeige die an. Und was auch ganz nett ist, es bietet noch so eine kleine Edit-Funktion. Ich kann also ein Bild, das ich jetzt gerade geschossen habe, wo ich aber nur einen Ausschnitt zeigen will, kann ich kurz zuschneiden und dann eben per MMS oder auch per E-Mail verschicken. Und das ist alles relativ einfach und komfortabel zu bedienen. Dann ColorNote, eine Notizblock-App ist meistens schon vorinstalliert auf den meisten Handys, ist aber meistens nicht so dringend. ColorNote ist relativ gut, weil es einfach ist. Heißt deswegen natürlich ColorNote, weil ich verschiedene Farben machen kann. Ja?
macht das Ganze natürlich einfach so ein bisschen netter. Hat außerdem die Funktion, dass ich das Ganze auch auf meinen Homescreens ablegen kann, also auf den Hauptbildschirm, wo ich auch meine ganzen Hauptfunktionen habe. Da kann ich dir all diese Listen oder diese Memos auch einfach ablegen und habe die dann relativ schnell zugreifbar. Dann als nächstes Renotify. Das wurde mir jetzt von Uli empfohlen, weil selbst habe ich es nicht installiert. Vielleicht kannst du da mal was dazu sagen. Renotify geht es im Prinzip um ja, auch To-Do-Liste. Wobei hier der Augenmerk darauf bricht, ist es möglichst klein zu halten, dass man da gar nicht viel konfigurieren oder setzen muss, also sprich eine Priorität setzen, so das wird da alles im Prinzip gar nicht angewendet. Da gibt man einfach den Namen ein oder die Nachricht und speichert das Ding. Und das Tolle ist, dass es eben kontinuierlich dann, zumindest bei Android ist es so, oben in der Liste drin bleibt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Handy anschalte, sehe ich auch oben ist noch eine Nachricht offen. Und so vergesse ich im Prinzip die ganzen To-Dos nicht und muss ein separates Programm öffnen oder mit Erinnerungen arbeiten, sondern das Ganze da und es ist recht schnell. Also ich tippe eine Nachricht ein, speichere und das Ding ist erledigt. Darauf konzentriert sich das Ganze. Und ich mache dann solche Geschichten wie, ich bin gerade beim Kochen, merke, okay, mir fehlt, was weiß ich, irgendein Nahrungsmittel, was ich mal wieder einkaufen und zack, schnell eingetippt. Das ist wirklich, weil es so schnell, also darauf ausgelegt, schnell zu sein, mache ich das in 3 Sekunden, speichere es und hab's da. Ja. Und ständig, wenn ich das Handy rausnehme, sehe ich es wieder und ja, dann merkt man sich das auch leichter, weil die typischen To-Do-Apps haben das Problem, man ist dann am Schluss jetzt beispielsweise beim Einkaufen und denke ich mir an diese Aufgabe. Das habe ich eigentlich hierbei nicht, weil ich halt ständig, wenn ich das Handy rausnehme, wieder daran erinnert werde. Und ja, so nutze ich das halt so. Ich stehe irgendwo, mir fällt was ein, zack, tippe ich es schnell. Ja, sei es auf das Büro. Ja, mir fällt noch ein, ich muss noch irgendeine E-Mail bearbeiten, zack, tippe ich das schnell ein, speichere es ab und das Ding ist erledigt. Dann als nächstes, Touchpad Keyboard ist nur ein Beispiel. Es gibt mindestens 4, 5 größere bekanntere Apps, die das, die dieselbe Funktionalität oder ähnliche Funktionalität bietet. Ich habe das Touchpad rausgenommen, weil es mir am meisten zugesagt hat. Ich habe damals ein paar durchprobiert und vom Gefühl her hat es mir einfach am besten gefallen. Was ihr jetzt hier seht, ist dieses mit dem Drüberwischen. Ja? Also das nennt sich, die Technik dahinter nennt sich Swipe. Die erste App, die es dazu gab, hieß glaube ich auch so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das hat eben diese nette Funktion, dass ich eben die Buchstaben quasi hin und her wischen kann und er erkennt automatisch, welches Wort ich tippen wollte. Ist ziemlich gut, bei Touchpad hat es mir gut gefallen, dass die Erkennungsrate tatsächlich sehr gut ist, dass es sehr gut konfigurierbar ist. Ich kann die Tastatur größer und kleiner machen, was zum Beispiel auch immer so ein Punkt ist, was mich manchmal nervt, dass die Tastatur zu viel Platz wegnimmt oder zu wenig Platz wegnimmt und ich dann nicht gut tippen kann. Das funktioniert hier relativ gut und es bietet eben auch so Zusatzfunktionen. Also es kann natürlich auch mit Spracheingabe arbeiten. Da bin ich jetzt selber nicht so großer Freund davon, ja, aber dann war auch möglich. Dann das nächste ist eine App, die ich ganz am Anfang gefunden habe. Die habe ich eher durch Zufall entdeckt, ist aber unglaublich praktisch. Kennt jeder, er geht in irgendein Meeting, stellt das Telefon auf lautlos, geht aus dem Meeting raus und das Telefon ist immer noch lautlos. Den Rest des Tages. Und alle, die mich anrufen, wundern sich, warum gehe ich nicht ans Telefon. Die App, die erkennt automatisch, wenn ich mein Telefon auf lautlos stelle, poppt dann auf und sagt, gibt diesen Bildschirm und da kann ich einstellen, wie lange sie auf lautlos bleiben soll. Ich kann standardmäßig stellen, das hinterher wieder zurück auf die Lautstärke, auf der es vorher war. Ich kann aber auch hier unten über das, kann ich auch einstellen, auf welches Level es nach dieser Zeit wieder hochgestellt werden soll. Das nächste ist ein Passwortspeicher. Also auf dem PC kenne ich mittlerweile doch relativ viele Leute, die angefangen haben, eben ihre zig Passwörter für alle möglichen Online-Portale, für alle möglichen Apps, die sie vielleicht eventuell noch verwenden oder auch fürs Telefon oder für weiß der Geier, irgendwo einzuspeichern, weil es sich natürlich empfiehlt, überall ein anderes Passwort zu haben, nicht immer das gleiche. Aber es ist natürlich schwierig, den Überblick über all die Passwörter noch zu behalten. Ja, wer kann sich jetzt für 40 Webseiten die Logins merken? Wenn er überall einen anderen hat, ist tatsächlich schwierig. Dafür gibt es eben die sogenannten Passwort-Saves. Ja, da ist jetzt KeePass eben ein Beispiel. Es gibt auch noch LastPass, es gibt noch andere, wo ich die ganzen Daten dann speichern kann. Wichtig ist natürlich in dem Fall auf jeden Fall, ich sollte immer für die Sicherung dieses Speichers ein möglichst kompliziertes Passwort verwenden. Ja, also wenn ich da natürlich 1, 2, 3, 4, 5 dann als Passwort verwende, dann ist das Ganze natürlich ziemlich sinnvoll. Aber wenn es gut geschützt ist, dann ist es natürlich hilfreich. Und KeePass Troll ist halt im Prinzip die Android-Version von dem KeePass, das es auch für den PC gibt. Genau. Dann als nächstes
habe ich jetzt einfach mal Box rausgegriffen. Das ist ein Beispiel. Als nächstes habe ich auch noch Dropbox mit drauf, ist aber im Prinzip der gleiche Dienst. Bietet einem die Möglichkeit, Daten in der sogenannten Cloud, also online auf einem Speicher, den eben ein Anbieter anbietet, abzulegen, sodass ich von überall aus drauf zugreifen kann. Hat den Vorteil, ich kann eben dort irgendwelche Dateien ablegen, vom Smartphone jetzt aus beispielsweise, und ich kann dann eben vom PC aus wiederum drauf zugreifen, wenn ich überall eben die entsprechende App installiert habe. Ist relativ einfach zu bedienen, hat vor allem auch Vorteile, wenn ich nicht nur alleine an Dingen arbeite, wenn jetzt jemand anders die Daten eben noch bekommen soll, ist halt einfach auch komfortabler, als die immer per E-Mail hin und her zu schicken, sondern ich lege sie eben dort ab und die Leute, die eben den Zugang von mir haben, die können dann eben auf die entsprechenden Dateien dann auch zugreifen. Dropbox im Prinzip das Gleiche. Es sind einfach zwei unterschiedliche Anbieter. Mir gefällt Box persönlich jetzt besser, weil es, sag ich mal, ein bisschen weniger regierungsfreundlich arbeitet als Dropbox. Und ich dann ein bisschen mich mit meinen Daten ein bisschen sicherer fühle. Aber es ist im Endeffekt Geschmackssache, welches man jetzt verwendet. Jetzt von der Optik her sieht man, es ist nicht großartig anders. Es ist, jeder hat dann natürlich so ein bisschen sein eigenes Design, aber letztendlich bedienen sie sich alle ähnlich, kann man die Dateien hochschieben und kann die dann dort eben auch wiederum anderen Leuten dann freigeben. Inwiefern ist die Box sicherer als die Dropbox? Ja, Dropbox hat in seinen Nutzungsbedingungen vor circa einem Jahr eine Klausel hinzugefügt, dass sie auf Anfrage der amerikanischen Regierung dort Daten auch an die Regierung einfach ausgibt, ohne zu fragen. Wobei? Das kann ich natürlich wiederum umgehen, indem ich selbst das Ganze verschlüssel. Es gibt sogenannte Verschlüsselungsprogramme, wie jetzt beispielsweise Box Crypto, das ist ein gutes Beispiel dafür. Da kann ich einen verschlüsselten Container innerhalb meinem Cloud-Speicher ablegen, dann kann zwar die Datei eventuell auch an die Regierung rausgegeben werden, aber sie ist halt verschlüsselt. Ja? Da sind alle meine Dateien, die ich hochlade, in diesem verschlüsselten Container drin und letztendlich kann dann niemand ohne den Schlüssel zu dem Container dann wirklich auch die Daten ran. Also letztendlich kann ich das natürlich auch umgeben. Also ich würde generell dazu empfehlen, sobald man, also im Prinzip, sobald man mehr als ein Gerät hat, als PC und Handy, macht so ein Dienst Sinn, ja, dass man Online-Daten speichern kann. Und sobald man das tut, sollte man sich doch damit auseinandersetzen, ob nicht Verschlüsselung relevant wäre, je nachdem, welche Daten man online speichert. Ich würde sagen, wenn wir heute im Jahr hier wieder sitzen, wird das Ganze wahrscheinlich eh noch viel relevanter und benutzerfreundlicher sein. Aktuell fehlen mir da noch so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, für den Normalbenutzer ist es schwierig. Aber ich denke, dass sich das in den nächsten Monaten auch ändern wird. Aber zwei gute Programme wurden genannt, Dropbox und Box als Online-Speicher. Und ein richtig cooles eben, womit man die Daten absichern kann, verschlüsseln kann, auch auf dem PC, wäre dieses Box Crypto. Dann QR-Droid. Diese netten Codes, die hat jeder bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Vielleicht nicht unbedingt verstanden, für was sie gut sind, aber standardmäßig mittlerweile werden sie überall verwendet. Was tatsächlich richtig fein ist, sind diese Visitenkarten, die das jetzt mit drauf haben. Wir haben jetzt mittlerweile auch einige, die jetzt die Codes mit drauf haben. Und sind sie sogar schon auf Ortszeige drauf, gell? Der Vorteil ist, liegt auf der Hand. Ich halte mein Handy mit der Kamera dran, scanne den Code ab und habe die kompletten Kontaktdaten von demjenigen in meinem Handy drin. Schmeiß die Karte fort, weil was soll ich die Karte mit mir rumschleppen? Ich habe meine Kontaktdaten sowieso alle im Handy und da dann einfach die aktuellen Daten reinzuholen, macht einfach auch absolut Sinn. QR-Code ist das Beste, was ich kenne. Ich habe jetzt einige im Programm durchgetestet, die es so gibt. QR-Droid hat mir da am meisten zugesagt, was auch ganz cool ist. Entschuldigung, speichert aber nur die Daten dann, die der jeweilige Partner freigibt. Ja klar, derjenige, der hat den Code ja erzeugt, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, also das, was im Code erzeugt wurde. Genau, also das QR-Droid ist deswegen auch ganz gut, weil man auch welche selber erzeugen kann. Ja. Und ich bestimme natürlich, was in dem Code alles mit reingespeichert ist. Ja, ganz klar. Wir können es aber steht da in der Rest, das musst du schon zeigen. Wir haben schon ein bisschen gerade da, wo es geht. Mit manchen öffentlichen Verkehrsmitteln, da gibt es gar keine Mehrfachkarte mehr, da muss man auch so Dinge von, wo so ein Achter sich hat, dass man nicht fahren kann. Oder gehst du über Messe, du musst das Ding anlesen. Hast du deswegen vom Schaden nicht mit ihm? Also wir können auch bei der GECO QR-Codes selber erstellen, das muss man jetzt auch, können wir ja mittlerweile. Und wir erstellen die QR-Codes
auch selber. Also jetzt habe ich zum Beispiel auch vor kurzem eine Anzeige gehabt für den Michael Wagner, da ging es um Schweißfittings und da hat Katrin mir den QR-Code dann gleich erstellt und er geht direkt in die Schweißfittings rein. Also er landet auf der Homepage und direkt in der Gruppe Schweißfittings. Also wir können auch bestimmen, wo dieser QR-Code hinführt. Also für solche Sachen. Also er ist nicht nur für Kontaktdaten gut, ja, also für Visitenkarten ist natürlich der Vorteil auf der Hand, aber es gibt auch natürlich die typischen Weblinks, ja, also ganz häufig sieht man irgendwo Plakate für irgendwas und dann ist unten so ein Code drauf hier, einfach das Handy draufhalten und dann direkt auf die Seite springen. Das ist so, das war so das erste große Einsatzgebiet, womit es eigentlich richtig groß rausgekommen ist damals. Aber ich kann auch noch andere Sachen machen, das kann ich jetzt gerade auch noch auf dem nächsten Bildschirm noch zeigen, der noch mit dabei ist. Ich kann also zum einen das hier mit den Kontakten natürlich machen, ich kann aber auch einfach nur ganz normalen Text reinspeichern. Was ganz praktisch ist manchmal, wenn ich Freunde oder Bekannte übers Wochenende zu Besuch bei mir da habe, ich kann meine WLAN-Zugangsdaten in so einen Code reinspeichern. Und dann kann ich diesen Code einfach meinen Freunden, die zu Besuch sind, eben zuschicken. Und dann können die sich mit diesem Code in mein WLAN mit einloggen. Ja? Und dann muss ich denn nicht noch irgendwelche Zahlenkombinationen sagen, die sie dann von Hand irgendwie auf dem Handy oder auf dem Laptop eintippen müssen. Maschinenes Programm Webcam. Ja, das geht immer, das geht jetzt hier. Das ist doch mein Screen. Ja. Gib schon nochmal. Ja. Also wir haben das auch schon, weil also in der Hybride ist es im Prinzip, findet man eigentlich keine andere Visitenkarten mehr, das ist immer so ein QR-Code drauf. Und wie das Sammy schon gesagt hat auch, man möchte ja eigentlich lange Visitenkartenumfrage eigentlich sogar so, dass man schnell die Daten austauschen und dann gleich was rumschicken möchte, also zumindest bei uns. Ja, das heißt, schick mir mal eine E-Mail, okay, alles klar, scanne ich kurz drüber, hat vielleicht die E-Mail-Adresse. Also so sieht es bei uns in der Hilfe aus. haben wir hinten drauf als QR-Code und einen Stand dann hinten. Schön, rechtzeitig hin. Im Prinzip kann ich jetzt. Warte mal kurz. Okay, so weiter weg. Jetzt. Oh. Hallo. Mit der Karte hoch. Ja, das ist gut. Und ich muss auch gar nichts machen, der erkennt es also automatisch. Und zeigt dann eben entsprechend die Daten an. Ja. Also ich kann jetzt nicht, wo du zeig jetzt nochmal nur mal anzeigen. Also ich kann es jetzt gleich als Kontakt hinzufügen, ich kann die Nummer direkt wählen. Nachfragen weiß ich jetzt gar nicht. Ja, genau, dann zeigt es erstmal an. Ja, also da stehen jetzt die ganzen Daten alle drin. Ich suche eine neue Visitenkarte. Ja, ich bei Messen. Also dieses QR-Code, das werdet ihr sehen, das sieht man hier auf der Straße, auf den Autos. Wenn es um geht, Autoverleih, wenn es um geht, irgendwie das Kunde auf unserer Homepage und so weiter. Du musst doch nur auf der Abendhändler hier allein noch mal QR-Code. Ich brauche nicht rufen. Du hast ja eure einzige Visitenkarte, ich zeige es mir noch und zeige auch, du kaufst sie auch direkt schon rein. Deswegen werden die Visitenkarte jetzt eingetragen. Naja, gut, jetzt auch ohne Flasche. Jetzt ab, sagst du, okay, ich höre dich. Gut, du kannst das Telefon und kriegst den Code nicht reinspeichern. Dann haben wir als nächstes noch Handy in Deutschland. Vor kurzem hatte ich selber mir so die Gedanken gemacht, wie komme ich eigentlich wieder zurück, wenn ich auf dem Vasen in Stuttgart bin. Da war ich mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich mal gesucht, was gibt es so online, um eben die entsprechenden Tickets aufs Handy laden zu können. Sehr, sehr viele Verkehrsverbünde bieten ja diese Handy-Tickets jetzt an, sodass ich im Prinzip überhaupt gar kein Ticket mehr irgendwo an einem Schalter oder an irgendeinem Automaten kaufen muss. Was auch beispielsweise in Karlsruhe einfach total nervig ist, weil an ganz vielen Haltestellen steht halt einfach kein Automat. Und es gibt halt Bahnen, in denen ist auch keiner drin. Und die Fahrer verkaufen keine Karten. Ja. Und wie komme ich dann an eine Karte? Ja, dann muss ich irgendwo hingehen, einen großen Automaten geben. Ja, es ist also völlig bescheuert. Deswegen setzen sie jetzt auch langsam aber sicher diese ganzen Handy-Tickets durch. Handy-Ticket Deutschland ist deswegen ganz gut, weil es zum einen nicht nur für einen Verkehrsverbund ist, beim KVV jetzt beispielsweise in Karlsruhe, da gibt es halt eine extra App, die ist aber halt nur für Karlsruhe, nur für den KVV, kann dann da meine Tickets kaufen. Bei Handy-Ticket ist es allerdings so, da sind also glaube ich 20 oder 30 Verkehrsverbünde drin und für euch deswegen interessant, weil es ist der Verkehrsverbund in Pforzheim mit drin und es ist Stuttgart mit drin, also der VVS, sodass also das ganze Gebiet da dann schon mal abgedeckt ist. Ich suche dann nur den Verkehrsverbund aus, dann zeigt er mir die ganzen Karten an, die ich da kaufen kann. Und kann dann entsprechend das Ticket dann kaufen. Das Ticket sieht dann auch so aus, das kann dann der Schaffner im Normalfall auch auslesen. Und es hilft natürlich nichts, das hatte jetzt am Freitag jemand gedacht, so ja, kann ich dann ein Ticket noch kaufen, wenn dann gerade der Kontrolleur auf mich zukommt. Nee, ist kein so guter Plan, weil die Uhrzeit, wenn ich es gekauft habe, steht auch mit drin. Du hast auch so schlechte Augen. Bitte?
Was machst du, wenn Petro batterielerisch? Das ist genau das Problem, da gehe ich später noch drauf ein. Da haben wir ein Gerät, das wir empfehlen möchten, beziehungsweise ein Zusatzgerät, das dem wiederum Abhilfe schafft. Da komme ich aber dann später drauf zurück. Was noch ganz nett ist an der App, man kann also nicht nur die Tickets kaufen. Wie erfolgt die Bezahlung? Die Bezahlung ist, man muss sich erstmal online anmelden. Das macht man nicht über das Handy, oder man kann es natürlich auch über das Handy machen, aber das ist erstmal auf einer Webseite, muss man sich dort anmelden. Das wird auch verifiziert mit einer E-Mail, dass ich das tatsächlich auch bin. Und dann. Die Nummer ist verifiziert, glaube ich, ja, es ist bei jedem ist es anders. Wie ist jetzt bei Elite genauer, weiß ich nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall wird es halt verifiziert, dass ich tatsächlich auch derjenige bin, der sich da angemeldet hat. Und dann kann ich eben dort meine Kontodaten auch hinterlegen und dann wird es von der Bank abgebucht. Ja? Die Daten sind nicht in der App hinterlegt. Ja? Das ist also auf jeden Fall was das angeht, schon mal sicher. Gut. Toll ist, man kann auch Strecken hinterlegen. Also ich beispielsweise, Favoriten. Der ist halt genau Favoriten, der halt öfters meine Eltern besucht. Habe halt das hinterlegt, dann kann ich schnell online, zack, die Strecke und direkt das Ticket buchen. Also ich mache das jetzt schon seit 2 Jahren und das läuft echt sehr gut. Vor allem habe ich nicht immer das rumgenervt, ich muss daran denken, dass ich noch das Ticket kaufe. Ich muss eventuell anstehen, dann geht er automatisch und. Ja, und das habe ich zum Beispiel auch gehabt, wo wir jetzt dieses Jahr in den Urlaub fahren sind, Martin nicht. Ja, morgens ging der Automat da, zack, mit dem Handy schnell das gekauft. Also echt deluxe. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Auch die KVV kann mittlerweile sehr, sehr viel. Man kann also auch die ganzen Bahnkarten kaufen. Man ist nicht mehr nur beschränkt auf irgendwelche Ticket-Typen. Man kann relativ genau auch die Karten kaufen, die man tatsächlich haben will. Das ist keine Auswahl. Gut. Als vorletztes noch Öffi. Ist für mich eine der wichtigsten Apps, was öffentlichen Personennahverkehr angeht. Das war eine der ersten Apps, die ich bei mir installiert habe auf dem Handy. Ist sehr, sehr gut, wenn es darum geht, ich bin irgendwo und ich brauche schnell eine Verbindung irgendwo hin. Und mit was fahre ich jetzt? Stimmt aber nicht immer. Bitte? Stimmt nicht immer. Stimmt nicht immer. Nein. Okay. Ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Mir schon. Okay. Also mir war es aber in Leipzig dieses Jahr. Also was auf jeden Fall gut an denen ist, ist, die aktualisieren ständig. Also da kommen alle paar Tage neue Versionen raus. Wenn denen irgendwas auffällt, dass irgendwas nicht funktioniert, wird das ziemlich schnell wieder nachgebessert. Es ist also sehr, sehr selten, dass tatsächlich mal längere Zeit irgendwas nicht funktioniert. Habe ich jetzt zumindest noch nicht erlebt. Was halt tatsächlich gut ist, ist einfach, er zeigt mir der Reihe nach der Uhrzeit die ganzen möglichen Verbindungen an und auch mit welchen Verkehrsmitteln ich fahren muss und so weiter. Dann kann ich mir... Das sind zwei getrennte Apps, die davon gemeinsam installiert werden. Das andere ist nämlich diese Haltestellen-App. Da kann ich beispielsweise sagen, in welcher Entfernung sind die Haltestellen. Ja, also in 170 Metern wäre zum Beispiel die Haltestelle, in 248 Metern wäre die andere Haltestelle und da fahren dann auch wiederum die und die Verkehrsmittel. Ja, ist also sehr, sehr praktisch, wenn man einfach mal herausfinden muss, was ist jetzt die nächstbeste Möglichkeit für mich, wieder irgendwo hinzukommen. Was auch ganz gut ist, jetzt gerade für so Großstädte wie Berlin sind dann auch die Pläne mit hinterlegt, wo ich dann auch mal kurz nachgucken kann, welche Linien eigentlich wo langfahren. Und zu guter Letzt, was auch ganz nett ist, ist, dass wenn ich das Handy dann in den Quermodus nehme, also ich drehe das Handy, dann schaltet es ja im Normalfall auf den Weitbildmodus um, habe ich links wiederum diese Ansicht, die ich auch vorher schon hatte, also hier. Und er zeigt mir dann hier aber auf der Karte auch an, wo die Haltestelle eigentlich auf der Karte ist. Ist vor allem eine sehr, sehr kleine App, ist also klein und handlich, die ist super schnell installiert und ist auch super schnell geupdatet, wenn man mal eine neue Version braucht. Also wenn irgendwas jetzt beispielsweise mal nicht funktioniert und ich dann schnell eine neue Version installieren will, dann geht das auch unterwegs relativ schnell, weil die ist schon schön klein ist. Und zu guter Letzt noch TomTom Places, die gibt es noch nicht lange. Ich benutze selber seit 2 Jahren schon ein TomTom Navi-System. Ich bin davon sehr überzeugt, weil die Staudaten einfach deutlich aktueller sind als bei typischen Navis, die eben nur die Radiodaten auslesen, weil TomTom eben diese sogenannten Live-Dienste hat, die extrem aktuell sind, weil sie Handybewegungen auswerten. Und jetzt gibt es eben eine kostenfreie App, die heißt TomTom Places. Die ist zwar eigentlich gar nicht unbedingt dafür gedacht, weil es ist keine Navigations-App, aber was ganz nett ist, also der eigentliche Zweck von der App ist eigentlich, dass sie eben solche sogenannten POIs, Point of Interest, anzeigt, also Restaurants und Parkplätze und so weiter und so fort. Für mich ist aber tatsächlich eine ganz andere Funktion viel interessanter, nämlich dass die Staus auf der Karte angezeigt werden. Und das gibt es auch online umsonst. Im Navi ist es allerdings nicht umsonst, also wenn ich das Navi kaufe, muss ich diese Live-Dienste buchen, die kosten was. Hier ist es allerdings völlig umsonst, hier kann ich kurz in der App nachgucken, wo ist eigentlich ein Stau und die sind wirklich extrem genau. Ich habe es jetzt zurzeit immer, dass ich morgens ja über die A8 hier hochfahre, den Berg hoch. Da ist im Prinzip eigentlich immer Stau. Es gibt aber auch Tage, wo kein Stau ist.
Und deswegen gucke ich vorher mal nach, wie sieht es aus, wie schlimm ist es. Es wird auch anhand der Farbe, es ist jetzt hier dunkelrot, ist Stau und beispielsweise orange wäre jetzt nur stockender Verkehr, das ist nicht ganz so schlimm. Ich habe die letzten Wochen immer mal wieder drauf geguckt. Ab und zu habe ich es ignoriert, was drauf stand, jedes Mal habe ich es bereut. Also sie sind tatsächlich sehr genau. Teilweise stimmt es fast auf einen Meter genau, wo der Stau anfängt. Ja. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Wir sind jetzt weg von Mobile Richtung Tierwelt, Strauß. Natürlich nicht, was soll ich der Strauß sagen? Der Strauß ist ein Laufvogel, das heißt, er kann nicht fliegen. Soll aber recht schnell sein am Boden, habe ich mir sagen lassen. Also schneller wie unser Webentwickler mit Sicherheit. Die Aussage hinter: Vogel ist nicht gleich Vogel. Ja. Das gleiche gilt bei Mobilgeräten. Also Mobilgerät, Tablet zum Beispiel, was sehr oft als Begriff verwendet wird, stimmt oftmals nicht, weil es halt ein anderes Gerät ist. Also wir haben jetzt hier einige Geräte dabei. Wichtig, was ihr euch halt daran merken müsst, ist, dass nicht Tablet gleich Tablet oder E-Book Reader gleich E-Book Reader. Wo das ganz oft verwechselt wird, ist beispielsweise der Begriff Kindle, weil von Kindle gibt es ein Tablet und ein E-Book Reader. Fangen wir mal mit E-Book Reader an, ist so persönlich momentan mein Highlight. Konnte auch da schon ein paar andere Kollegen hier in der Firma anfixen. Ich habe meinen Vortier gehabt. Bitte? Ich habe meinen Vortier gehabt, oder? Ja. Vor drei Tagen. Ja. Also bei E-Book-Reader haben nur einen Zweck und das ist quasi Lesen. Ja? Aber das machen sie halt recht gut. Wenn man sich hier mal den Inhalt anschaut, beziehungsweise das Aussehen, das liest sich also wie ein normales Buch. Ich zeige gerade mal noch ein paar zusätzliche Funktionen. Also sprich, E-Book-Reader sind mit einer ganz anderen Form von Oberflächentechnologie, die wirklich der einem normalen Buch entspricht. Wenn ich euch jetzt das nachher durchgebe, werdet ihr sehen, da ist kein Unterschied zu, wie wenn ihr das jetzt in Papierform hättet. Doch, das Gefühl. Die Haptik ist anders, ja. Die Haptik ist eine andere. Die Haptik ist angenehmer, weil man etwa noch ein sehr leichtes Gewicht hat und nicht immer dieses Blöde beim Buch da mit den Seiten umblättern und so weiter, muss man es wieder halten und so weiter. Also hier reicht mir eine Hand, um das Ganze zu benutzen. Jetzt gehen wir gerade mal in ein Buch rein. Das wollte ich jetzt nicht. Gehen wir mal in ein anderes. Gehen wir mal in das Buch rein. Das Tolle, also ist total trivial zu bedienen, da muss man sich nicht viel merken. Bietet jetzt natürlich im Prinzip so, dass alles, was man von Büchern kennt, verbessert mit digitalen Möglichkeiten. Sei es jetzt Wörterbuch nachschlagen, das heißt, man liest jetzt, was man möchte, einen Begriff nachschlagen, kann man das gleich machen, wenn man halt Internetzugriff hat. Man kann ein digitales Lesezeichen reinmachen, das heißt nichts mehr hier mit Verlieren von Lesezeichen, man weiß nicht, wo man war. Das wird auch über alle Geräte synchronisiert, das heißt, wenn ich hier dran lese, lasse es zu Hause, also ich habe es momentan daheim am Nachttisch liegen, gehe hier an den PC, dann kann ich genau da weiterlesen. Ich habe so Geschichten wie, ich kann Textmarker reinmachen, das heißt, also wenn wir jetzt so Fachbücher lesen, dann kann ich für meinen Kollegen, wo ich sage, oh, das wäre für den interessant, mache ich halt einen Textmarker rein und sage, oh, ich habe den Textmarker reingemacht, schau dir das mal an. Also hier sind ganz viele interessante Sachen möglich, auch in Deutschland wird es jetzt dann bald eine Leihbücherei geben bei Amazon. Es gibt sie, glaube ich, schon, dass man sich auch Bücher ausleihen kann. Und was ich auch ganz toll finde, ist die Text-to-Speech-Option. Gutes Vorlesen. Wird mir jetzt natürlich schlecht hören. Was es eigentlich zeigen soll, ist, dass es ein, was man sich Text komplett vorlesen lassen kann. Ist vielleicht auch für Kinder ganz interessant, wenn die mal müde sind vom Lesen oder so, können sie sich das erzählen lassen. Deutsch soll wohl noch nicht ganz so optimal sein. Englisch ist einwandfrei. Also, das ist wirklich wie wenn einer eines vorlesen würde. Das ist total super. Und also wie gesagt, E-Book-Reader sind im Prinzip Bücher mit digitalen Zusatzfunktionen, Zusatzfeatures. Und wir haben hier jetzt eben, also man kann die auch weiterempfehlen, es gibt auch welche, die haben eine Anbindung an Facebook, an Twitter und so weiter. Und wir haben jetzt hier eben den von Amazon, den Kindle, den wir sehr empfehlen können. Der hat auch ein paar Nachteile. Zum Beispiel gibt es kein Geschäftsmodell für Firmen, ja, der ist also wirklich für den privaten Bereich freigegeben. Wenn man da anfragt, wie sieht es aus wegen Geschäftskunden und so weiter, dann sagen sie ganz klar nein. Deswegen gibt es auch keine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, das ist noch so ein bisschen Problematik.
Ein wesentlicher Unterschied auch zu anderen Geräten, außer jetzt das Display, ist der Akku. Also der verbraucht so jetzt gerade keinen Strom, der Akku wird nur Strom verbrauchen, wenn die Seite geändert werden muss, das heißt, wenn ich hier umblättere, nur dann braucht er Strom. Jetzt ist umgeblättert, wenn ich es jetzt so lasse, dann verbraucht er gerade keinen Strom. Das heißt also, 3 Monate Laufzeit sind damit durchaus machbar. Ne? Und man kann natürlich Dutzende Bücher mitschleppen. Also für mich, der immer halt einen kompletten Rucksack voll mitgeschleppt hat mit Büchern oder Fachzeitschriften, ist das ideal, weil ich habe alles immer gleich mit dabei. Überall sind die Lesezeichen drin, es wird alles synchronisiert. Und der Saft hält halt 3 Monate, dann kann ich 2 mit Urlaub nehmen. Ist also ein sehr tolles Gerät. Das wäre also ein E-Book-Reader. Wie gesagt, die machen eine Sache und die machen es aber richtig gut. Einstiegspreis. Es fängt schon bei 70 Euro an, wo man schon ganz ordentliche Geräte bekommt. Dieser Kindle mit WLAN hat, glaube ich, 100 oder waren es 130? Also ohne WLAN gibt es schon ab 100 Euro, mit WLAN für 130. Und was man auch dran denken muss, man hat das Geld relativ schnell wieder drin, weil E-Books günstiger sind als normale Bücher. Deutschland ist da leider noch ein bisschen hinten dran im Vergleich zum USA beispielsweise. Was kostet denn? Genau. Also englische Bücher sind in der Regel mindestens 50% günstiger als normale Bücher. Bei deutschen liegt es wohl eher so bei 70-80% vom Originalpreis. No. Doch, weil das Problem auch darin besteht, dass für E-Books zahlt man in Deutschland 19% Mehrwertsteuer, auf normale Bücher 7%, also den verminderten Satz. Deswegen will da die EU auch noch nachbessern. In den USA haben E-Books inzwischen den gleichen Marktanteil wie gebundene Bücher. Die teilen sich das so 50-50. In Deutschland ist das noch nicht so weit, weil es auch noch so viel Inhalt gibt. Aber es gibt wirklich schon genügend Inhalt, also braucht man keine Angst haben. Die Topseller kommen sowieso immer als E-Book raus. Fachbücher gibt es zumindest jetzt für uns Entwickler recht viele. Also ich kann das Gerät nur empfehlen. Für 100 oder sagen wir mal 130 Euro ist das jetzt auch ein günstiges Geschenk, wo sich wie gesagt relativ schnell amortisiert. Ich gebe es gerade mal rum. Dann kann man sich das mal anschauen, wie das aussieht. Ist das aus bei Tageslicht oder bei Sonnenschein? Das ist der wesentliche Unterschied. Tageslicht hat man gar kein Problem. Also das liest sich wirklich wie ein normales Buch. Hat den gleichen Nachteil wie ein normales Buch. Wenn es dunkel ist, kann ich es nicht lesen. Da sind sie schon dran. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Hülle. Da kann man gerade ein kleines Licht ausklappen. Klar, wenn, sagen wir jetzt mal, du bist in einem Flugzeug, da ist Nacht, also die haben die Lichter ausgeschaltet. Da gibt es ein kleines Lamp da dran. Jetzt in dem Fall, das kann ich mir ausklappen. Oder eine neuere Version vom Kindle, die hat schon LED-Leuchtdioden drin. Gut, also das ist braucht dann Strom. Ja, klar. Ja, Ich will nochmal dazu sagen, wegen dem Kauf. Ja, meine Frau, gut, das mag sein, die hat das auch so ein ähnliches. Und vielleicht jetzt ein halbes Jahr. Mag sein, dass es eben nicht so gut ist, aber wegen den Kosten. Und da habe ich gesagt, im Prinzip. Deshalb sage ich, es kommt vielleicht auch drauf an, also was man kaufen muss. Ja, mit Sicherheit. Genau. Ich habe dann gesagt, da kann ich auch in Buchladen gehen, da kann ich mir das auch kaufen. Gut, das ist in der Sache schon praktischer. Man kann da 15 oder was weiß ich, 2000 Meter so reinpacken. Aber für den Kosten, also da habe ich gesagt, Das kommt drauf an, bei wem man kauft, also Amazon selbst. Die normalen Bücher, also Romane oder die neuen Top-Bücher, die rauskommen, kosten in der Regel 80%, auch bei bestimmten deutschen Sprachraum. Also englische Sprachraum ist, wie gesagt, schon bei 50%. Ich hatte mir da auch 2 Sachbücher und so angeguckt und wollte die da gerne draufladen. Die waren nicht angeblich. Das ist bei den Sachen. Ja, aber bei manchen Sachen ist der Müll, wenn du jetzt überlegst, bei Fachbüchern, die sind nach 2 Jahren veraltet. Da lohnt sich jetzt nicht unbedingt, die Bücher zu holen. Die Papierform. Ja, genau. Ja. Weil sie sind ja schneller veraltet, als dass du dann Gläser hast, sagen wir mal so. Aber bei Büchern, wo du jetzt dein Lieblingsbuch wirst, da jetzt nicht mal da sei es mal so. Kommt immer drauf an, was so Zeitschriften oder Zeitung, eine Tageszeitung, wo du jetzt vielleicht halt dazu kommst, die zu holen. Also es gibt auch eine Ausgabe, die hat komplett noch eine UMTS-Flatrate mit dabei. Das heißt, man zahlt in seinen Preisen inbegriffen, sind 180 oder 190 Euro, inbegriffen schon eine mobile Funk-Flatrate. Das heißt, wenn, egal wo ich auf der Welt bin, wenn ich gerade ein Vodafone-Netz habe, kann ich mir Bücher online runterladen, ohne irgendwelche Kosten. Das gibt's auch. Ja. Ja, so viel zu den Büchern. Wir können nachher auch gerne mal gucken, ob wir noch vielleicht schon mal schauen bei irgendeinem guten Topseller, was da jetzt das deutsche E-Book kostet.
Dann kommen wir jetzt zu richtigen Tablets. Hier ist im Prinzip klar zu sagen, Tablets bedeutet erstens Touch-Bedienung und zweitens keine eigene Tastatur. Da hört es dann aber schon auf, es gibt da ganz viele Hybridgeräte, auch manchmal der Begriff Convertible, wo dann so ein Mix ist aus jetzt Laptop und Touchgerät. Ich will hier mal zwei zeigen, das hier sind zwei Tablets, ein 10 Zoll, das hier ist ein 10 Zoll, das hier ist ein 7 Zoll, das ist von Google, das ist von Acer. Ich persönlich finde bei Tablets, das kommt natürlich immer darauf an, das war jetzt auch wieder diese V-Geschichte, es kommt auch immer darauf an, wofür man das verwenden will. Das Tolle an diesem Gerät ist, es passt bei mir hinten, passt halt hier rein. Das passt wirklich auch bei Männern in Jackett rein. Genauso wie der Kindle. Das finde ich halt persönlich sehr vorteilhaft, weil mobile Geräte sollen mich in meiner Mobilität eben nicht einschränken. Ja? Klar gibt es Einsatzszenarien, gerade wenn man das Tablet vielleicht beruflich intensiv nutzt, im Sinne von man zeigt Präsentationen, man schaut sich Videos drauf an und so weiter und so fort. Dann kann man sicherlich drüber mal überlegen, ob man ein größeres kauft. Dieses 7 Zoll Tablet kostet gerade aktuell 200 Euro. Kann ich jedem empfehlen, jetzt als Weihnachtsgeschenk oder für sich selbst als Einstieg, wenn man dann weiß, worauf man achten muss, kann man immer noch später, nach einem Jahr, gegebenenfalls anderes kaufen. Aber als Einstieg, ein 200-Euro-Gerät, da macht man nicht viel mit kaputt. Man lernt das Gerät mal kennen und weiß dann nach einem Jahr auch, worauf muss ich achten. Ja, ich gebe ein Beispiel. Wenn ich morgens aufwache, lese ich in der Regel noch ein, zwei Stunden Fachmagazine oder Fachbücher. Und mit dem hier, da kann ich schön liegen, ohne dass meine Hand schwer wird. Und ich kann es mit einer Hand heben. Das geht bei dem schon nicht mehr. Da wird mein Arm schwer, ich kann es in der Regel mit einer Hand heben. Das ist schon mal ganz unpraktikabel, wenn man jetzt im Bett liegt und da was lesen will, als Beispiel. Oder meine E-Mails mal kurz abprüfen, ja, das geht alles hiermit nicht. Die Tastatur kann ich hier komplett mit einer Hand bedienen. Natürlich sind die Taschen dann kleiner, logisch. Aber hier ist die Tastatur mit einem kompletten Bildschirm. Ich habe es dem Sammy mal gezeigt, also so heben und dann mit den Daumen bedienen, fett auslegen, ist nicht. Deswegen persönlich für den privaten Bereich würde ich wirklich empfehlen, momentan mal mit so einem kleinen Gerät einzusteigen. Es ist logischerweise auch günstiger, große Geräte kosten immer mehr Geld, ist auch klar. Und dann sieht man nach einer Weile, ja okay, brauche ich vielleicht was anderes. Ich benutze zum Beispiel auch beim Kochen, dann lasse ich mir per Tagesschau laufen, also ich jetzt, der auch viel mit Informationen und so zu tun hat, dann sitzt man gerade im Restaurant, dann fällt mir ein Konzept ein oder eine Idee ein, vielleicht fürs Programmieren, dann zeichne ich mir das auf, was wir auch mal ganz kurz zeigen könnten, wäre, was wir jetzt schon öfters gemacht haben bei unserem Dienstagsessen, dass wir das Meeting da gehalten haben, haben dann halt Sachen notiert und hier gibt es auch so einen Stift, dann kommen wir später dazu bei den Zubehörteilen, da kann ich jetzt Sachen schreiben wie, ist jetzt blöd beim Stehen und so verkreuzt, aber was soll ich mir mal vorstellen können, ne? So kann ich Text halt schreiben, ich kann eventuell Skizzen machen, ja, bei Bestellvorschlägen habe ich das zum Beispiel öfters mal genutzt, habe mir so Skizzen gemacht, aber also quasi hier mir so ein Bildschirm und ja, ich will jetzt hier eine große Zeichen, bla bla bla. Ne? Man kann sich vorstellen. Die Idee kurz skizziert. Genau, ja, genau. Da gibt es unterschiedliche Programme. Ein Programm ist dafür ausgelegt, dass man wirklich Skizzen machen kann und im Prinzip von frei schreiben, da wird nichts automatisch erkannt. Es gibt auch Programme und die sind jetzt gerade im Geschäftsumfeld sehr sinnvoll. Wo dann die Schrift erkennen und das im Prinzip digital als Buchstaben erfassen. Also da schauen wir noch gerade für uns, was man das sinnigerweise nutzen kann, weil gerade das wird viel bringen, wenn man jetzt in Meetings zusammensitzt, dass man da schön was schreiben kann, muss man danach am Computer nochmal alles digitalisieren und so weiter. Also da hoffen wir uns auch ein bisschen Zeit einsparen, ein bisschen Synergieeffekte. Ich lasse das Gerät. Wobei, jetzt mal ganz blöd gefragt, diese Programme sind dann Apps? Apps, ja. Also sind dann schon auch Apps? Das sind auch Apps. Also das ist der Datenbank, den man da gehabt hat, das war dann auch eine App? Ja, das war OneNote von Microsoft. Also es gibt zwei große bekannte Programme, die so um die Gunst der Leute, der Konsumenten schreiben. Das ist OneNote von Microsoft, was es schon lange gibt, wo Microsoft leider so ein bisschen den iPhone- und Android-Markt nicht ganz so ernst bisher genommen hat und jetzt so nach und nach mehr bringt. Und Evernote. Wichtig ist natürlich immer, dass man die Programme auch dann am PC hat, dass das alles über die Cloud synchronisiert wird, also spätestens da wäre ein Cloud-Dienst sinnvoll, was die Programme auch mitbringen. Also da habe ich gerade vor kurzem einen ganz aktuellen Bericht über einen Vergleich von diesen zwei Programmen gelesen, weil das hat so seine Vor- und seine Nachteile. Aber das ist wirklich ein Programm, was wir für uns anschauen müssen, weil ich mir davon eigentlich auch viel verspreche, muss ich sagen.
Weil ich, ganz oft fällt mir irgendwie so unterwegs was ein, möchte ich was schreiben oder man macht irgendwo Meetings. Vielleicht auch jetzt der Tobi Hohmann, der später mal beim Kunden dasteht, geht mit dem das durch und kann da sich eine Notiz machen. Tino, du hast ja schon gesehen, wo der Datenprüfer da war. Ne? Das war ganz angenehm. Da gab es vorgefertigte Formulare von der Firma und er musste dann noch fertigen Text dediziert für das, was er jetzt bei uns abgenommen hat, angeben. Lass es gerade auch mal darum gehen. Also wie gesagt, auch für Kinder, ja, wenn jetzt welche drüber mit dem Gedanken spielen, zum Gerät sich für die Kinder zuzulegen, also das reicht für Kinder. Die brauchen kein 10 Zoll Tablet meiner Ansicht nach. Und wie gesagt, das kann man auch schnell mal mit. Bei den Größen bräuchte ich immer eine Tasche von der Frau, wenn die nicht sogar zu klein wäre. Na gut, selten, aber gibt es auch mal, dass Frauen mit Kleintaschen rumrennen, dann wird das auch schon reichen. Und das kann ich halt wirklich schön einfach mitnehmen. Das heißt, gerade mal umgehen. Kann man sich das Display anschauen. Ja, wie so wirklich? 10 Zoll, ja, also da würde ich es jetzt eher schon so sehen, im Sinne von, dass man zum Kunden geht und dem Kunden sich vielleicht unsere Webseite anschaut, Werbevideos zeigt, was heißt Werbevideos, im Prinzip halt Videos für uns zeigt, dass man PowerPoint-Präsentationen zeigt und so weiter und so fort. Da kann durchaus so ein großes Tablet Sinn machen. Deswegen, wie gesagt, man muss selber für sich entscheiden. Und deswegen ist so ein kleines im Privatbereich als Einstieg zum Analysieren, was brauche ich eigentlich, gar nicht schlecht. Also ich benutze es halt extrem viel für Wissen. Ich mache Matheaufgaben drauf im Sinne von Kopfrechnen. Ich mache, von Kopfrechnen. Nicht nur die Kicker Nummer 1, auch die Kopfrechnen Nummer 1, weil die da ich gucke Tagesschau, ich konsumiere PDFs und so weiter und so fort. Also für mich ist es ein wirkliches Instrument für Menschen, die viel so mit Informationen zu tun haben. Und der Thomas hat es, glaube ich, schon mal bei irgendeiner Veranstaltung gesagt. Ich habe vor kurzem auch wieder neue Studien gelesen. Früher war halt so 20% der Arbeiter haben eben so mit Informationen zu tun gehabt, oder vielleicht sogar noch 10%. Inzwischen haben 70-80%, je nachdem welche Studie man liest, so Wissensverarbeitung mit zu tun. Und deswegen finde ich die Geräte immer wichtiger. Das ist ein 10 Zoll, ich lasse es auch gerade mal rumgehen. Wie gesagt, mir persönlich sagt es nicht so sehr zu. Es hat auch in dem Fall jetzt zum Beispiel so einen Nachteil gehabt, das Netzteil hier unten, wenn man hier diese Klappe drüber hat, und man klappt die Klappe auf, dann geht das Netzteil kaputt und es ist kein standardisiertes, das heißt, man muss wieder eins von denen kaufen. Finde ich total fragwürdig, ich weiß gar nicht, wie sie das bei der EU durchgeschleust haben, weil laut EU muss alles standardisiert sein. Und das ist jetzt halt so. Lass ich mal das rumgehen. Also natürlich hat man hier schon wesentlich mehr Inhalt, wenn man anschauen kann. Ja? Aber also das würde ich eher schon im geschäftlichen Bereich anziehen. Ja, also Office-Anwendung beispielsweise. Bitte? Das würde ich dann mit meinem Laptop machen. Ja, das haben wir letzten Freitag dann eben auch kurz angesprochen. Mir ist zum Beispiel extrem aufgefallen, viele Leute, mehr auf Frauen, habe ich den Eindruck, möchten abends, wenn sie ihre Geräte, die haben keinen Wunsch mehr, ihren Laptop vorzuholen, die stehen zu groß, zu aufwendig und so weiter. Ja, die Leute liegen eher so auf der Couch und dann holen sie das Handy. Wobei die Tablets haben, haben eben jetzt den Vorteil, eben, dass sie da richtig dran arbeiten können. Handy gibt nicht viel her. Tablet ist ja schon was ganz anderes, aber gerade Frauen haben abends gar keinen Wunsch mehr, ihren Tablet, ihr Laptop rauszukramen. Die nehmen dann halt ihr Tablet. Also ein wesentlicher Unterschied von Handhabung im privaten Bereich, im geschäftlichen Bereich ist natürlich auch ein wesentlicher Unterschied. Erstens komplette Touch-Fokussierung und zweitens wesentlich mobiler und der Akku hält natürlich wesentlich länger. Da kannst du auch fotografieren damit, weil ich habe das immer weg, da stehen sie da mit dem Ding und machen ein Foto. Kann man auch fotografieren mit, ja. Genau. Also ist im Prinzip wie ein Laptop im Kleinen, man muss natürlich gewisse Einschränkungen leben, wie zum Beispiel keine eigene Tastatur. Echt natürlich nicht ganz so stark von der Leistung her und so weiter und so fort. Aber für, ich würde mal sagen, für 80% der Sachen, die Leute so machen, wenn sie jetzt keine wirklich schwergewichtigen Anwender sind, die wirklich was reisen müssen, jetzt so wie vielleicht ein ITler, dann reichen die Geräte eigentlich oftmals aus. Kann ich den an einen Fernseher anschließen? Ja. Es kommt immer darauf an, welches Gerät, aber ja. Mit Funk, Tastatur. Ja, kommt also auf den Fernseher mit an. Oder was es auch gibt, es gibt Kabel, wo man dann an den Fernseher anschließen kann. Aber das geht sogar auch im Handy. Ja, ich habe hier ein Samsung-Handy, habe da einen Samsung-Fernseher. Ich habe schon eine Tagesschau vom Handy auf den Fernseher projiziert. Oder den Fernseher gesteuert. Also man kann das Handy zu einer Fernbedienung mit einer App ausrutschen. Jetzt die Unterschiede zwischen den ganzen Geräten sind wirklich fließend, da kommen ständig irgendwelche Hybriden raus. Ist ganz schwierig, selbst für ITler, immer das zu unterscheiden. Also wenn man jetzt eben von dem Kindle spricht, können zwei Sachen gemeint sein. Der Kindle Fire ist das Tablet. Warte mal kurz, bist du da?
Bin ich 40, 70? Ich bin halt schon mal 70. Ja, was wäre jetzt eine App beispielsweise, dass ich hier auch, ja, Leo, ja, dass dein Wörterbuch schon, was heißt, ich kann es halt schnell. Ja, zum Beispiel ein Swedish VPG, war das Leo, das ist halt mit was Internet. In dem Fall ja, es gibt natürlich Apps, die brauchen kein Internet, ja, sagen wir jetzt mal Kopfrechner, das wird lokal gemacht oder wenn man sich Sachen schon runtergeladen hat, E-Mails anschauen, ich könnte jetzt vielleicht schnell die E-Mails zeigen, also da ist alles mögliche, denkbar. Also es ist durch das, dass man hier immer ein Vermiss in genau. Der Tat, das genau. Wäre funktioniert. Richtig. Also ich würde sagen, wenn jetzt sauber mal authentisch auch funktionieren, ja. Wenn ich da als Kollege speziell... Das Thema greife ich schnell für alle auf, weil das letzte Woche auch aufkam. Vielleicht ganz kurz für alle, weil das ist glaube ich eine Frage, die jeden interessiert. Wie das mit der... Also die Geräte gehen ja eh noch durch, ne? Können auch danach die noch... wir sind ja noch eine Weile hier. Nur ganz wichtig, die Geräte gehen jetzt gerade über WLAN ins Internet. Es gibt natürlich, jetzt in einem kleinen ist es nicht verbaut, im größeren ja, könnte man auch mobile SIM-Karten reinmachen und dann übers normale mobile Internet reingehen. Muss man natürlich dann einen Vertrag dafür abschließen. Ja? So wie beim Handy auch. Und ich persönlich, zumindest für den Privaten, weil ich finde es unsinnig, zwei Mobilfunkverträge laufen zu haben: einmal fürs Handy, einmal für das. Da gibt es natürlich auch so Möglichkeiten, wie man lässt sich von seinem Anbieter eine Twin-Card geben, dann hat man aber eventuell wieder den Nachteil, dass man nicht am Handy erreichbar ist, solange man online ist und. Ja, ich würde versuchen, eher davon wegzugehen, dass man nur mit WLAN reingeht, zumindest im privaten Bereich. Im Beruflichen ist das keine Option in der Regel, aber im privaten Bereich, denke ich, reicht es aus, wenn man WLAN hat und sich alles, was man braucht, wenn man jetzt weiß, man geht halt wohin für zwei Stunden, dann lädt man sich halt alles runter. Das wäre eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, das ist vielleicht für IT-Affine, aber ist auch nicht schwer. Ich habe ja mit meinem Handy Internet, dann gehe ich mit dem Handy ins Internet, mache WLAN hier an und verbinde mich mit dem Gerät über WLAN mit dem Handy und kann dann auch ins Internet. Mhm. Ja. Also das wäre zum Beispiel so eine Option für den privaten Bereich, wenn Sie sagen, ich muss jetzt mal kurz ins Internet, möchte aber einen extra Vertrag dafür laufen haben, weil der halt auch jeden Monat so und so viel Geld kostet, dann kann man eventuell das einfach übers Handy abhandeln. Also so habe ich schon gemacht, ich bin dann in der Wirtschaft gesessen, habe gesagt, ich brauche jetzt kurz Internet mit meinen E-Mails synchronisieren, weil ich was Wichtiges geschrieben habe. Habe ich mein Handy mit dem Internet verbunden, bin mit dem Tablet übers Handy ins Internet, das geht auch. Das habe ich sogar mal eine komplette Zugfahrt lang gemacht, wo wir nach Leipzig sind, letztes Jahr, so ein Kongress, habe ich das mit dem Handy gemacht. Ja, also diese Geschichten, da muss man auch immer wieder mal gucken, was es so gibt. Es gibt auch quasi inzwischen Laptops, die auch Touch-Bedienung haben, wo man dann so zusammenklappen kann und da gibt es ganz viele interessante Sachen. Ja, nur ganz kurz, weil du es vorhin angesprochen hast, ich habe kurz ein Beispiel ausgeholt, ist jetzt, spiegelt keine Präferenz von mir wieder, aber das Einzige, was mir als aktuellen Bestseller gerade eingefallen ist. Ja, also man sieht hier, das Taschenbuch kostet 12,99 €, die Kindle Edition kostet 10. Ja, also immerhin ca. 30% günstiger. Also bei 13 Euro kann man natürlich nicht viel sparen, ja. Aber Bücher, die 50 kosten, sind bei den Reglern zwischen 25 und 30 Euro. Ja. Für Kindle, ne? Ist aber trotzdem, ne? Also 3 Euro bei 13 Euro ist schon auch. Prozentual schon hoch, 30% fast, ne? Ja, das Papier kostet ja auch was. Ja. Immer an den Strauß denken. Immer an den Strauß denken. Gut. Und den Rest mache ich jetzt im Schnellverfahren. Also wenn du noch 5 Minuten Zeit hast, dann. Tschüss. Die Geräteempfehlung aber kriegst du ja im Handy oder sowieso. Ja, Also wir hätten wieder von ihm sagen, dass es über 32 Millionen ist. Das könnte ich sehr interessant machen. Nur in Kürze, ja, ich habe hier die Daten ein bisschen mit drauf gemacht, aber prinzipiell kann sich das jeder dann auch selber nochmal nachgucken. Viele können vielleicht mit den Daten jetzt auch nicht unbedingt was anfangen, aber unsere Empfehlungen aktuell, die besten Geräte auf dem Markt, auch von verschiedenen Marken. Zum einen das momentan ist das HTC One X, das Topmodell von HTC. Und Samsung logischerweise das Galaxy S3, das haben wahrscheinlich alle schon mal irgendwo in der Werbung gesehen. Dann gibt es noch einen dritten Kandidaten, der auch sehr, sehr gut ist, der relativ gute Bewertungen bekommen hat, der jetzt halt, wer jetzt beispielsweise nicht den Standardmarken folgen möchte, statt HTC oder Samsung mal lieber was anderes kaufen möchte, kann auch das hier nehmen, das ist auch ziemlich gut. Das können wir also auch uneingeschränkt empfehlen.
dann gibt's, das war jetzt so die große Klasse, ja, also jeder, der tatsächlich auch ein großes Display haben will, dann gibt es allerdings auch Leute, die wollen eher mal ein bisschen ein kleineres Display haben. Jetzt beispielsweise unser Tobi Homer, der hat gesagt, er will ein kleines Handy, er will nicht so ein riesiges Ding für die Hosentasche haben, wo man dann das Gefühl hat, da ist ein Backstein in der Hosentasche, was natürlich nicht stimmt. Da will ich auch mal ganz kurz einbringen. Also das Galaxy S3 ist nur eines der größten. Ja? Ja. Ich habe immer noch selbst als Mann, als Frau ist das wahrscheinlich gar kein Thema, aber als Mann passt es bei mir in die Hosentasche. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, sondern es stört nicht. Ja. Ja. Auf der anderen Seite ist eben dann mein Tablet plötzlich, die Leute, die ein kleines Handy wollen, plötzlich ein großes Tablet. Ja? Für mich völlig widersprüchlich, weil mit dem Tablet wäre ich ja nicht mehr mobil. Ja, also. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also wenn man ein kleines Gerät will, aktuell auch empfehlenswert, weil es ist neu und hat auch eine relativ aktuelle Android-Version drauf, sodass man das also auch uneingeschränkt empfehlen kann. Das ist das Desire X von HTC. Parallel dazu gibt es natürlich auch von Samsung eins, das ist das Galaxy S3 Mini. Allerdings nicht zu verwechseln mit dem Galaxy S3, ist auch nicht wirklich die kleine Variante von Galaxy S3, sondern ist eigentlich ein aufgebessertes Galaxy Ace. Das es schon länger gibt, aber sie nennen es halt S3 Mini, weil das halt der aktuell bekannteste Name ist. Es sieht einfach nur aus, es sieht auch genauso aus. Aber es ist ein anderer Teileverbot. Genau, es ist tatsächlich ein komplett anderes Modell auch. Aber Uli, warum das so ist, das kann ich dir erklären. Die Leute wollen einfach ein kleines Handy, halt einfach zum Telefonieren. Ja, dann ist aber die Frage, ob du ein Smartphone brauchst. Dann ist nämlich die Frage, ob du ein Smartphone brauchst. Genau. Ob du ein normales Handy nimmst, also ein normales Telefon und dann halt so ein kleines Tablet-PC für deine mobile Anwendung. Richtig, ja. Ja, das sind dann unterschiedliche Sachen. Die anderen wollen ein Smartphone, aber das Smartphone soll möglichst ganz klein sein und dann aber ein großes Tablet. Das passt für mich nicht zusammen. Ja, bei der Mittelklasse dann noch als dritter Kandidat ist Motorola Razr E. Das ist ganz neu. Hat auch gute Bewertungen bekommen. Ich selbst habe es jetzt selber auch noch nicht gesehen. Mit dem Intel-Prozessor. Das war jetzt das große, was wir rumgehen haben lassen? Genau, das ist das große Tablet, was hier gerade eben schon rumging. Das ist das 10-Zoll-Tablet. Ist tatsächlich auch noch bezahlbar, obwohl es groß ist. Es hat einen ziemlich guten Akku und ist tatsächlich von der Bedienung her eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ist die Größensache, die muss man sich natürlich überlegen, ob man 10 Zoll haben will oder nicht. Aber ich sag mal, preislich ist es auf jeden Fall in der Klasse momentan das Beste, was man so kaufen kann. Günstiger wird man es nicht mehr kriegen in der Größe. Zumindest nicht, wenn man, sag ich mal, so eine Qualität haben will, weil es ist auch gut verarbeitet und ist tatsächlich einfach auch, wenn man es in der Hand hat, so ein bisschen wertiger auch. Das einzige Konkurrenzmodell, das dann auch entsprechend noch in Frage käme, ist das Google Nexus 10. Das ist relativ neu, ist auch 10 Zoll, hat ein extrem hochauflösendes Display, das also durchaus konkurrieren kann mit den sogenannten Retina-Displays, wie es Apple nennt, die eben im iPad verbaut werden. Hat also eine genauso hohe Auflösung wie das iPad 4. Allerdings geht es auch so ein bisschen zulasten der Akkulaufzeit. Ja, das hat zwar einen starken Akku, läuft aber nur 5 Stunden, ist also jetzt nicht unbedingt super empfehlenswert, aber wer jetzt beispielsweise daheim ist und eh die Möglichkeit hat, es dann eben auch immer wieder zu laden und es eh nur 1-2 Stunden oder 3 Stunden auf der Couch benutzen will, für den ist es auch durchaus ein Thema. Allerdings teurer. Ja, also kostet durchaus eine ganze Ecke mehr, wie man sieht, 500 Euro. Dann das kleine Tablet, was wir gerade eben auch schon rumgehen haben lassen, das ist das Google Nexus 7 von Asus. Ist allein schon wegen dem Preis uneingeschränkt empfehlenswert. Google hat eben diese Nexus-Geräte immer im Angebot, die werden zwar von unterschiedlichen Herstellern gefertigt, aber es sind immer Google-Geräte, trägt auch immer den Namen Nexus. In dem Fall ist es eben von Asus. Und diese Geräte, die Nexus heißen, die haben auch immer einen ganz besonderen Vorteil, sie sind extrem billig, sie sind ohne Gewinn ausgelegt, also die sollen keinen Gewinn abwerfen, sondern die sollen tatsächlich möglichst billig auf den Markt kommen und haben vor allem den Vorteil, dass sie immer die aktuellste Version von Android auch bekommen. Also sobald eine neue Version rauskommt, jetzt kam vor kurzem Android 4.2 raus und auf den Nexus-Geräten werden die halt im Prinzip fast verzögerungsfrei ausgerollt, sobald die auch erscheinen. Also Preis-Leistungssieger sind die Dinger eigentlich so gut wie immer, kann man sagen. Und die werden jahrelang werden die von Google weiterhin supportet, was man halt beim normalen Hersteller nicht hat. Ein normaler Hersteller verdient halt daran, dass er Geräte verkauft. Google verdient über den Inhalt. Die haben kein Interesse daran, an den Geräten viel zu verdienen, sondern die möchten am Inhalt verdienen. Deswegen, also zu Nexus-Geräten kann man eigentlich ohne Einschränkungen immer empfehlen. Die sind vielleicht gerade unbedingt Top 1, Platz Nummer 1, wobei sie es auch öfters mal sind. Aber unter den ersten 5 findet man die immer und vom Preis her halt unschlagbar. Also wenn ihr Google Nexus lest, sind es in der Regel gute Geräte. Ja. Und für 220 Euro ist dieses Gerät im Prinzip unschlagbar. Also da kriegst du eigentlich nichts, was günstiger wäre und erhebliche Leistungsdaten hat. Dann eben die E-Book-Reader. Das war der 30 waren es dann. Ja, das war der eine, der gerade eben durchging, genau für 130 Euro. Den gibt es auch nochmal ohne die Touch-Funktion. Ja.
wobei man ja eben mit Touch eh nicht so arg viel machen kann, vom Rückwärts und halt die Menüfunktion. Die Nicht-Touch-Version, die hat dann unten so einen Steuer-Button, wo man dann so hin und her schalten kann, anstatt halt auf dem Display rumzudrücken, ist dann halt auch eine ganze Ecke günstiger, kostet nur 79 Euro. Also mich würde es nicht wundern, wenn man das dann bei eBay oder so irgendwo bei einem Angebot für 40 Euro findet, ja, 40 Euro für ein E-Book. Reader, für einen guten E-Book-Reader, wenn man dann sogar noch an den Inhalten spart, also das ist durchaus ein Weihnachtsgeschenk wert, würde ich sagen. Ja. Da jetzt der Kindle natürlich so ein bisschen an Amazon gebunden ist, gibt es natürlich auch noch andere Anbieter, ja? Also es gibt ja zig Online-Buchhändler, der Buchhändler Libri.de, der auch irgendwie über 300.000 deutsche Inhalte hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der hat jetzt beispielsweise mit Sony so ein Abkommen gemacht, die haben dann ein entsprechend ähnlich gleichwertiges Gerät aufgebaut. Das ist also vom, sag ich mal, so vom Handling her ähnlich wie der Kindle von Amazon. Er ist auch von der Qualität her im Prinzip genauso wertig, ist sogar noch ein bisschen leichter, wiegt also noch ein bisschen weniger und ist genauso empfehlenswert. Also das kann man sich natürlich auch überlegen, was da vielleicht für einen eher Sinn macht. Wobei ich jetzt aktuell auch nicht im Kopf habe, wo tatsächlich mehr deutsche Inhalte auch verfügbar sind. Ja, das muss man sich dann vielleicht vorher auch noch machen. Vielleicht herzlichen Dank. Super Vortrag. Prima. Gerne. So, zu guter Letzt noch ein bisschen Zubehör. Ja? Für mich eines der wichtigsten Themen, weil eigentlich ich wüsste nicht, was man kaufen kann, um noch entsprechendes Zubehör dazu zu kaufen, was auch viel bringt. Sei es jetzt nur, was man immer kaufen sollte, weil Tasche. Ja, braucht man für alles, für Handy, für Tablets, für alles, weil sobald es irgendwo noch liegt, ist kaputt. Ich spreche aus Erfahrung. Also, Taschenempfehlungen habe ich jetzt keine mit reingemacht, weil für 40 Geräte Taschen zu empfehlen macht keinen Sinn. Aber es ist auf jeden Fall immer empfehlenswert. Hier übrigens auch das mit dem Licht. Ja. Warum es jetzt gerade an? Achso, weil es aus ist. Das ist das Teil, was man ausgaben kann, wo dann nicht rauskommt. Das ist also in dem Umschlag dieser Schutzhülle mit drin. Ja, zur Tasche. Kurze Frage mit dem kleinen Tablet. Kann ich mit dem komplett ersetzen zu Hause Rechner und. Ich würde sagen, für den Privatbereich, jetzt zum Beispiel, was du PC und Laptop, kann ich mit dem komplett ersetzen? Was heißt komplett? Würde ich jetzt kommt drauf an, was du damit machen willst. Ja, also ich würde sagen, 80-90% der Sachen, die du wahrscheinlich machst, du. Ja. Wir schon übersetzen können. Skype ist kein Problem, Facebook ist kein Problem, ja. E-Mail schreiben ist kein Problem. Ja. Webseiten surfen. Online-Banking, da kann es jetzt eventuell Probleme geben, aber ansonsten kannst du wahrscheinlich damit fast alles machen. Ja. Für alle, die jetzt eben beispielsweise so ein Tablet haben und wenn man dann beispielsweise auch so ein 10-Zoll-Tablet hat, dann ist man eh nicht so extrem mobil, aber ein 10-Zoll-Tablet nimmt man im Normalfall auch, wenn man jetzt beispielsweise Office-Anwendungen betreibt, also ich will irgendwie ein Word-Dokument schreiben oder ich will halt irgendwas tippen. Was wir da rausgesucht haben, nicht ganz günstig, ist aber tatsächlich sehr wertig, ist diese Logitech-Tastatur. Die macht einen sehr, sehr guten Eindruck, weil sie einfach auch stabil wirkt. Ja. Sie ist sehr gut bedienbar und sie hat die Möglichkeit, sich mit mehreren Geräten gleichzeitig zu verbinden. Ich kann mich also mit meinem Tablet steuern. Ich kann das Bluetooth, genau. Ja. Ich kann mich mit dem Tablet verbinden, ich kann mich mit meinem Smartphone verbinden und kann dann einfach hin und her schalten und kann all diese Geräte dann mit der Tastatur bedienen. Was kostet die? Die kostet 100 Euro. Also Tastaturen sind immer sehr teuer, egal bei was. Aber ich kann die mit dem Handy bedienen, ich kann mit dem Ding. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Handy in der Wirtschaft kurz sitze, also beim Mittagessen, kann ich, weil das ist immer nervig an Handys, ja, lange E-Mail schreiben. Und das ist im Prinzip so, würde ich sagen, schon 70%, was ich mit meinem Handy mache, also Texte schreiben. Und da kann ich halt die schon rausziehen. Und es geht echt super. Ist dir das genug groß? Ja, das reicht also wirklich vollkommen. Also ist so von der Größe her so ähnlich wie ein Laptop. Von Tobias Hohmann sind wir das durchaus im Überlegen, ob man genau sowas noch einfach nur dazu kauft. Das ist auch extrem leicht und einen großen. Und trotzdem sehr stabil. Ja. Dann jetzt auch bei der Tastatur, ich habe es gesagt, man sollte natürlich auch idealerweise 10 Finger schreiben können. Wenn du 10 Finger schreiben kannst, dann kannst du auch ganz normal mit der Tastatur arbeiten. Dann kannst du auch mit 2 Daumen schütteln, die sind jetzt überwältigt schon. Aber wenn du das 220 anzunehmen hast, dann rentiert es sich. Und ist auch einfach angenehm. Wenn du dein S erwischen willst, dein D erwischt dauernd mit dem Finger, dann lohnt sich's auch. Ja. Dann kommt der erste Winter. Ja, heute hat es ja fast den ganzen Tag geschneit. Zumindest so ein bisschen. Touchscreen-Handschuhe, jeder kennt das Problem im Winter. Ja. Ich habe Handschuhe an und kann halt mein Handy nicht bedienen. Geht halt nicht. Ich muss den Handschuh ausziehen und muss dann mit dem Finger drauf tippen. Geht nicht anders. Ja, du bist ja noch auf eine giftige Idee gekommen, dass es so was gibt. Deswegen gibt es jetzt Handschuhe, die sind zum einen. Die können nicht nur zum einen auch das Display bedienen, sondern sie halten auch noch warm. Ja?
Es gibt nämlich auch leider welche, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Die Links zu den Sachen, die jetzt hier kommen, die kriegt ihr dann auf jeden Fall noch zugeschickt. Weil es gibt auch welche, die funktionieren nicht, ja, oder die halten nicht warm. Ist ja dann natürlich Schwachsinn, weil dann kann ich es mir auch sparen. Ich will natürlich einen Handschuh, mit dem ich es bedienen kann und der auch noch warm hält, weil ansonsten kann ich mir das Ganze sparen. Die ist aber tatsächlich sehr gut und kostet 30 Euro. Dann der Stift. Ja. Zum Schreiben. Ja, also es ist einfach, schon, man kann schon deutlich genauer was zeichnen oder schreiben, als jetzt mit dem Finger. Deswegen der Touchscreen-Eingabestift. Kostet 6 Euro und hat zusätzlich auch einen Kuli mit drin. Ich habe das gerade vorhin überlegt, Jetzt kommt genau das Thema, was vorhin der Herr Ehling erwähnt hat. Ich habe mein Handy-Ticket gekauft, sitze in der Bahn, der Akku geht leer. Blöd, dann kommt der Kontrolleur und ich kann es nicht vorzeigen. Deswegen gibt es diese Akku-Packs. Wir haben leider eins, das taugt nicht so arg viel, gekauft. Das steckt man unten drauf, aber das hält nicht richtig. Man muss es dann irgendwie auch auf den Tisch legen, damit es überhaupt lädt. Das taugt also nicht viel. Und man kann währenddessen, wenn man es dann benutzen will, dran arbeiten will, dann geht es wieder raus. Das funktioniert nicht mehr. Die sind richtig gut. Die schleppt sich nämlich mit dem Kabel dann an das Handy dran. Die gibt es mit 5200, mit 8000. Es gibt sogar noch welche mit 11.000 mAh. Ihr könnt es euch ungefähr so vorstellen, also mit so 5200 mAh kann ich den Handy-Akku so circa 2,5 Mal komplett wieder neu aufladen und das halt unterwegs. Ja? Aber das heißt, wenn mein Handy leer geht... Die funktionieren aber dann nur einmalig, die sind nicht wieder aufladbar. Die muss ich wieder aufladen. Die sind auch klar. Naja, das sind Akku-Packs. Akku-Stück. Ja. Die lade ich auf der einen Seite mit dem Netzteil eben zu Hause auf, nehme sie dann mit. Und kann dann auch, wenn mein Handy-Akku am Leergehen ist, das Ding anstecken und dann wird der Handy-Akku wieder aufgeladen. Über Kabel praktisch, ja. Über gerade die Steckverbindung. Genau. Dann kann da nichts passieren. Also ich würde sagen, 60-70% der Leute brauchen so einen Teil. Ja. Weil also ich habe das heutzutage, wenn man es exzessiv nutzt, dann schon schnell leer geht. Geht es im Verlauf des Tages halt irgendwann leer und dann stehe ich halt da. Und deswegen sind die echt super. Also und gerade bei allen Zubehörern gilt im Prinzip, es gibt wirklich gute und schlechte, so wie wir die Erfahrung gemacht haben mit dem einen Teil, wo man dran stöpselt, das taugt gar nichts, weil ich kann es währenddessen nicht benutzen, es fällt immer raus und so weiter und so fort. Wesentlich besser. Das gilt für ganz viele Zubehörgeräte. Deswegen muss man sich da im Vorhinein immer gut informieren, auch vielleicht viele Kundenrezensionen lesen und auch das eigene Einsatzszenario genauer analysieren. Genau, und deswegen haben wir euch jetzt ein paar Sachen rausgesucht und da kriegt ihr dann die entsprechenden Links zu Amazon dann auch zu beschicken, wo ihr es euch kaufen könnt. Dann das Ganze lautsprechertechnisch, ja, häufig habe ich dann auch, beispielsweise auch beim Tablet dann insbesondere, habe ich dann eben den Einsatzzweck, wie er es vorhin schon erwähnt hat, Tagesschau angucken und so weiter, dann ist es natürlich blöd mit dem kleinen Lautsprecher im Gerät. Gut sind dann natürlich solche Funklautsprecher, die ich per Bluetooth anbinden kann, allerdings auch etwas teuer. Das ist einer der besten, den es gibt. Die günstigeren lohnen sich einfach nicht, weil die nichts taugen. Aber arg viel günstiger wird es auch einfach nicht, wenn man was Vernünftiges haben will. Dabei, die Lautsprecher sind schon richtig gut, wenn du auf einem Festival, wo bescheidene Musik läuft, kannst du aber deine eigenen Musikvorschläge so durchsetzen. Aber wenn man den Preis nicht wagen will, die 77 Euro, gibt es aber auch andere Varianten. Kostet 25, das ist dieses kleine Kästchen hier. Das Ding, mit dem Gerät kann ich eben vorhandene Infrastruktur nutzen. Wenn ich jetzt irgendwo bin, wo eh schon Lautsprecher da sind, dann stöpsel ich die da an und kann dann per Bluetooth das an mein Handy anbinden. Also das war unsere Anforderung an so Geräte. Wir haben gesagt, weil wir das jetzt halt beispielsweise hier mal im Besprechungsraum sind, sind wir unten im Besprechungsraum, dann sind wir vielleicht immer andere Büro und so weiter. Und Boxen gibt es fast überall. Ja? Und deswegen wollten wir was, wo man im Prinzip an vorhandene Infrastruktur anbinden kann und immer funktioniert und 25 Euro war jetzt nicht die Welt. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht bei zwei noch, das muss man vielleicht schon hertragen lassen. Okay. So, dann Headsets braucht man natürlich auch das öfter mal, insbesondere wenn man dann im Auto sitzt beispielsweise. Man hat jetzt keine eingebaute Freisprecheinrichtung im Auto, dann sind solche Headsets sehr beliebt. Was an dem hier sehr, sehr gut ist, das ist das Plantronics Discovery. Da ist eine Ladetasche mit dabei. Die hat selber nochmal einen Akku und immer wenn das Headset leer geht, kann ich das wieder in die Ladetasche stecken und wird wieder aufgeladen. Und das kann ich bis zu 3 Mal machen, bis die Ladetasche dann auch leer ist. Ist also für die Leute, die jetzt im Auto kein eingebautes Freisprechgerät haben,
ist das also durchaus sinnvoll. Das haben jetzt auch mittlerweile einige Kollegen hier gekauft und sind alle eigentlich sehr zufrieden damit, weil die Sprachqualität auch sehr, sehr gut ist. Alternativ dazu, weil das mit dem hier nicht geht, gibt es vom selben Hersteller noch ein anderes Gerät, das sieht ein bisschen anders aus, ist aber im Prinzip von der Qualität her ähnlich, hat nicht die Ladetasche dabei, aber es hat den Vorteil, weil es das andere nicht kann, es kann nicht nur Telefongespräche wiedergeben, sondern eben auch Audio, normale Audiosignale. Wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Tablet eben Tagesschau angucke oder ich habe sonst irgendwelche Musikdateien oder sonst irgendwas auf dem Tablet oder auf dem Smartphone drauf, dann kann ich die eben auch über dieses Headset wiedergeben. Das geht dem anderen leider nicht. Also ich kann nur das noch positiv sagen, man merkt es. Also ich bin schon in die Krankengymnastik reingelaufen, habe das Ding noch im Ohr gehabt, habe es nicht gemerkt. Ja. Ich benutze es sehr intensiv. Ich war am Wochenende joggen, habe währenddessen eine Audioaufzeichnung von einer Fachkonferenz angehört. Ich war vorhin mit Martin im Fitnessstudio, habe da auch wieder so einen Fachbeitrag angehört. Ich benutze es ganz intensiv. Also ich laufe im Prinzip die Hälfte des Tages, wenn ich ins Auto sitze oder irgendwie was mache, wo ich jetzt gerade außerhalb bin, dann habe ich das Ding im Ohr und irgendeine Informationsquelle läuft gerade auf meinem Handy. Auch wenn du schläfst. Ja, dann spürst du es mir ins Ohr. Morgen Joschko Herzig anrufen, der hat noch eine Frage offen. Ja, also es gibt, viele kennen diese mit diesen Bügeln am Ohr, ist alles Müll, ja. Kann alles nichts, hält nicht vernünftig, ist unangenehm, stört. Die Dinger, die stecke ich ins Ohr, die haben diesen Plastikbügel hinten dran, die gibt es auch in unterschiedlichen Größen, die man dann draufstecken kann, da sind da mehrere dabei, je nachdem wie groß halt dein Ohr ist. Die sind super angenehm, die spürst du fast nicht und die halten trotzdem bombenfest. Ja. Also wie er schon sagt, man kann damit joggen gehen, die fallen nicht raus. Ja. Sind auch laut genug. Das ist auch so ein Gehirnpunkt. So Audio-Zubehör ist oft zu leise. Das merkt man zum Beispiel auch bei den Tablets. Also wenn man kocht, kann man das im Prinzip vergessen, nebenher was laufen lassen. Wenn man jetzt beispielsweise, was weiß ich, für den Privatgebrauch, man schaut sich eine Kochsendung an, möchte das nachkochen, ist zu leise. Oder Tagesschau, was ich immer mache, abends beim Kochen Tagesschau. Ich steck mir das Headset rein, weil es einfach nicht laut genug ist. Oder Box. Oder Boxen. Oder Boxen, ja. Also, aber die sind autobahntauglich, ne? Also, selbst in dem Auto, wo das jetzt vielleicht nicht so gut abgeschirmt ist, und du bist auf der Autobahn mit 160 unterwegs, du verstehst trotzdem. Ne? Ist also tatsächlich relativ gut. Für andere Leute, die jetzt nicht unbedingt was ins Ohr stecken wollen, ja, die aber auch irgendwie freisprechen wollen im Auto und auch nichts fest installiert im Auto haben, gibt es noch diese Bluetooth-Freisprecheinrichtung, die kann ich mir an die Sonnenblende hängen, kann ich auch per Bluetooth mit dem Handy verbinden. Und da ist ein Lautsprecher und ein Mikro einfach mit drin. Ja, da kann ich die Sonnenblende runterklappen und kann dann abheben und kann dann mit demjenigen sprechen. Funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Die Bewertungen online waren ziemlich gut. Ich habe es jetzt selber noch nicht getestet, aber die Leute, die es probiert haben, die haben berichtet, dass es also durchaus auch auf der Autobahn verständlich funktioniert. Dann das billigste, aber eines der angenehmsten Zubehörteile ist dieses Kfz-Ladekabel. Häufig habe ich schon diese Ladekabel gesehen, wie die dann im Auto irgendwo bei den Leuten rumhängt. Finde ich super nervig, wenn die dann immer irgendwo im Weg rumhängen. Das hier, da drücke ich einfach auf den Knopf, das Kabel wird da eingezogen und ist alles super, super einfach aufgeräumt. Ja, das sind so jetzt diese Unterschiede nämlich bei den Zubehör, wo man halt erst feststellt, wenn man es dann da hat, dann halt immer das Kabel so blöd rumliegt und dann oftmals der Beifahrer noch das aus, geht mit dem Fuß drüber oder so und zieht es raus und so weiter. Das sind wirklich Sachen, die man erst in der Praxis erfährt und deswegen ist das für mich und für uns extrem wertvoll, das jetzt weiterzugeben, weil man sowas, an sowas denkt man einfach nicht. Ja. Das stellt man dann immer erst fest, wenn man es gekauft hat und ärgert sich dann, wieso habe ich dafür Geld ausgegeben. Und zu guter Letzt, ja, da wurde zwar am Freitag angemerkt, sieht nicht hübsch aus, ja, stimmt. Ist aber Jobs, die sind super. Hast du die mal probiert? Genau die? Doch. Da gibt es Unterschiede, es gibt Unterschiede. Diese Pads, da selbst auf so einer gebogenen Oberfläche, ich mache mein Handy da dran, auf der Autobahn, Schlaglöcher. Fällt nicht runter. Da gibt es wirklich unterschiedliche Bombenfälle. Ich habe auch schon jemanden kennengelernt, der hat nämlich andere gehabt, bei dem ist wirklich ständig runtergefallen. Ja. Aber günstig, ja? Es gibt auch gute. Also man muss halt einfach nur man muss immer nach dem richtigen suchen. Aber ich habe die schon selber ausprobiert, weil ein Kollege von mir hat genau die und die sind wirklich bombenfest, die funktionieren nicht so. Das ist auch so ein Punkt, ja? Das sieht man hier den Unterschied. Jetzt hat der Klaus aus Nürnberg hat jetzt auch ein neues Firmenhandy bekommen, also das gleiche wie wir haben. Und der hat eine andere solche Schutzhülle dabei. Und da sind wir auch schon lange darüber diskutieren, was ist die bessere Hülle. Bei ihm habe ich jetzt plötzlich festgestellt, bei dem ist sie eng. Ja? Weil hier kann das Handy, das rutscht gerade raus. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich das mal blöd in der Tasche liege, habe ich mir nämlich schon passiert, ist gerade aus der Schutzhülle raus. Und wenn so ein Display mal auf die Boden geht, zu 99% ist das Ding hinüber. Ja. Und da merkt man extreme Unterschiede. Also der Micha, der Honda hat die gleiche Hülle wie ich, da wird es rausgehen. Und da muss man einfach darauf achten, dass es möglichst schön eng ist. Und dann ist es gut.
Man gewöhnt sich an. Genau, ist der, man gewöhnt sich an, schon mal so rum in die Tasche rein. Ja. Also das merkt man immer erst, da gibt es wirklich wesentliche Unterschiede. Also immer auch, wenn ihr so Zubehör kaufen wollt, mal bei Amazon beispielsweise, wenn ihr es dort kauft, die Kommentare durchgehen, gucken, was da Meldung kommt. Bitte? Versteckt den Nerven. Ja. Ich lese aber auch immer die negativen Rezensionen. Weil ganz viele von den negativen sind auch einfach Schwachsinn. Ja. Aber ich lese die immer auf jeden Fall, um zu sehen, könnte da wirklich was dran sein? Trifft es auch auf meinen Anwendungsfall überhaupt zu, was der jetzt nicht gut findet? Ja. Weil dann kann ich auch so ein bisschen abwägen. Und vor allem, wenn eine negative Bewertung aber von 25 Lesern als hilfreich empfunden wurde, dann ist da wahrscheinlich einfach was dran. Wenn aber jetzt 10 von 20 sagen, beziehungsweise wenn jetzt nur einer von 20 sagt, das ist hilfreich, ja, dann kann es auch einfach sein, ja, das ist halt entweder so ein Meckertyp, ja, der halt über alles meckert, oder der halt einfach völlig übertriebene Ansprüche hat an 5-Euro-Gerät. Mhm. Ja. Das kann ich also immer empfehlen. Gut. So weit, so. War das schon voll? Ja. Jetzt können wir Fragen stellen. Noch ganz genau immer. Ich habe vorbereitet, du schickst keine Frage mehr. Ja, also man kann uns natürlich immer auch gern nächster Zeit auch ansprechen. Nein. Dann anrufe ich, muss für die Joschka Sachen machen. Oder für der Ponde. Ja. aber man kann es gerne darauf ansprechen und wie gesagt, nächste Woche gibt es dann ein entsprechendes Handout dazu. Die Maus war nicht da als Vorschlag, Zubehör. Maus. Das ist doch überflüssig. Nee, Maus gibt es bei Touchgeräten, ja. Nein. Also es gibt auch Tastaturen mit eingebauten Touchpads, aber sinnlos. Im Normalfall hast du ja kein Cursor. Du hast ja keinen Mauszeiger auf dem Touchgerät. Genau. Maus anschließen. Gut, danke für die Aufmerksamkeit.